Pereine zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramak ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Ja, Huhu hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder das Schwarze Auge mitten in einem Freeplay-Edition und wir spielen die Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod. Und heute mit dabei die Sierra als Mora Wallrand, die Schmugglerin. Schwieriges Wort, Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und Eleanor als Elena, die Amazone. Guten Abend zusammen, Rondra zum Gruße. Dann haben wir den Kakko als Osko Gerdenthal, den Pereine-Novizen. Pereine zum Gruße. Ja, der Marot ist heute leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle und hoffentlich schnelle Genesung. Und deswegen kann er heute nicht dabei sein. Der soll sich nämlich gut erholen. Und deswegen ist der Letzte im Bunde heute, aber nicht das Letzte. Weil das ist ein großer Unterschied. Ossi als Astanio der Weißmagier. Hallo miteinander. Genau. Ja, schön, dass wir alle wieder zusammengekommen sind und uns in die Rabenmark hineinbegeben heute nach Aventurien. Und wen haben wir denn hier so alles im Chat? Valinoe86. Warum haben die Leute immer so schwierige Nicknames, Leute. Ihr müsst da mal ein bisschen überlegen. Irgendwas, was man aussprechen kann. Es ist so ähnlich, wie wenn ihr Rollenspielcharaktere spielt. Die kann man meistens als Spielleiter auch nicht aussprechen. Außer ihr heißt Mora, Elena, Jandrik, Osko und Astanio. Genau. Tengil ist da. Auch ein schlimmer Name, aber den kenne ich inzwischen schon was länger. Sternstunde. Ariakos. Genau. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr könnt gerne viel Zeug in den Chat schreiben und ich mache auch noch mal ein bisschen Werbung. Ihr könnt da hier auf Twitch auch Clips erstellen. Das ist auch ganz, ganz lustig. Also wenn euch irgendwas cool vorkommt, während wir spielen, dann macht ruhig einen Clip. Muss das die Ella noch nicht mal alleine machen. Ja. Wenn ihr im Hintergrund zwischendurch Geschrei und Gezeter hört, mein kleiner Koala kommt noch mit der Zeitumstellung nicht ganz klar und deswegen tobt er da draußen ein bisschen rum, aber ein bisschen kennt ihr das ja schon, dass am Anfang des Streams immer so ein bisschen Hintergrundgeräusche sind. Wenn man es nicht hört, ist umso besser, aber ich warne schon mal vor, dass das vorkommen kann. Genau, und ja, wenn wir gleich spielen,
Könnt ihr auch ganz viel Zeug in den Chat schreiben, da freuen wir uns immer, wir lesen das alles mit. Aber erwartet nicht, dass wir darauf antworten oder darauf reagieren, weil wir sind dann im Spiel drin und wollen versuchen, möglichst immersiv zu spielen. Deswegen nehmt uns das nicht krumm, wenn wir da nicht groß drauf reagieren. Aber wir kriegen das alles mit. Genau. Danke auch nochmal für die zahlreichen Kommentare unter den letzten Videos auf YouTube. Da könnt ihr nämlich die Folgen mal nachgucken. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Auch die Zitate-Sammlung, die heute nochmal reinkam von der letzten Folge, sehr, sehr ulkig. Vielen, vielen Dank. Und ich weise auch nochmal darauf hin, dass wir diese Runde auch immer nochmal als Podcast bereitstellen. Die ist dann ein bisschen zurechtgeschnitten. So ein paar Längen und ein paar OT-Blasen, die wir dann doch noch haben, versuche ich rauszuschneiden. Wenn ich dazu Zeit habe, mache ich auch ein paar Geräusche dahinter und hinten dran. Und manchmal ist es sogar so, dass ich ein bisschen den Plot umgeschrieben habe. Also, mal gucken. Also, wenn ihr da auf up-to-date sein wollt, dann müsst ihr immer den Podcast hören noch. Genau. Und ja, da freuen wir uns auch über Bewertungen und Kommentare und so weiter. Das ist ganz nett. Ja, so. Genau. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. War ein anstrengender Tag. Und ich glaube, meine ganzen SpielerInnen sind auch alle ein bisschen gezeichnet durch die jahreszeitüblichen Kränklichkeiten, die hier so durch die Lande ziehen. Keiner hat das große C, aber alle sind so ein bisschen angeschlagen. Seht es uns ein bisschen nach. Genau, Ariakos, genau, gute Besserung an Marot, haben wir eben schon gesagt. Könnt ihr ruhig nochmal ganz viel in den Chat spammen. Ich weiß nicht, ob der Marot das Video nachguckt, aber wenn, dann freut er sich ganz bestimmt, wenn er hier dann im Chat ganz viel gute Besserungswünsche sieht. So, ich zeige euch nochmal die Rabenmark, in der wir spielen. Wir sind bis jetzt in einem kleinen Dörfchen oder einem kleinen Städtchen, ist es ja eher kein Dörfchen, Geisfeld gewesen. Das findet ihr etwas östlich von dieser gestrichelten Linie, ganz links, was mal der Todeswall war, den die HeldInnen ja auch zu Fall gebracht haben. Und ja, in diesem kleinen Städtchen haben die HeldInnen dafür gesorgt, dass das Heer, was aus dem Westen nach in den Osten zieht, um die Ostrabenmark von den bösen Nekromanten zu befreien, dass sie dort widerstandslos das Dorf einnehmen konnten. Und genau, und wir haben, ne? So. Beim letzten Mal einen Prozess von der Bürgermeisterin mitbekommen, wo unsere HeldInnen, besonders Astanio und Jandrik, daran arbeiten mussten, dass sie nicht verurteilt wird mit aller Strenge des Gesetzes des Praios, weil das hätte dazu geführt, dass es in der Stadt wohl Aufstände gegeben hätte, denn die war ziemlich beliebt, die gute Frau, obwohl sie den Lehren des Borberat anhängt. Und wir machen heute einen kleinen zeitlichen Sprung nach vorne, nachdem die ganzen Sachen beim letzten Mal aufgelöst wurden und Geisfeld eingenommen wurde, ist das Heer nun nach einigen Tagen weitergezogen. Die Nahrungsversorgung ist gesichert worden und genau, die HeldInnen ziehen erst einmal mit dem Heer weiter gen Osten, denn das Ziel ist die Hauptstadt. Die Hauptstadt der Ostrabenmark ist Altzoll. Die findet ihr auch, wenn ihr die dicke Hauptstraße weiterfolgt, was fast in der Mitte der Karte. Und wir sind noch nicht wir machen nicht ganz einen Sprung bis nach Altzoll rein, sondern ja, so gut ein, zwei Tagesreisen vor Altzoll werden wir uns heute wieder in die Rabenmark hineinbegeben. So, weit. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ich vergessen habe?
zu erwähnen. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir nochmal. Die kleine Stadt Geisfeld wurde eingenommen von den kaiserlichen Truppen des Westens, befreit vom Joch des Barbarianismus und vom Joch des Nekromantenrats, der hier in der Ostrabenmark noch die Herrschaft innehat. Aber das soll nicht mehr lange so sein. Das Heer bahnt sich seinen Weg gen Osten. Viele kleine Dörfer werden eingenommen, kleine Städte erobert. Und es gibt immer mal wieder kleine Gefechte mit örtlichen ansässigen Truppen, ausgehobenen untoten Heeren oder kleineren Widerständlern, die sich dem Heer entgegenstellen. Aber nichts, was der gesammelten Armee aus kaiserlichen Truppen, Borons, Golgariten, Rondrianern und der Sonnenlegion Einhalt gebieten könnte. Natürlich gibt es Verluste auf beiden Seiten, aber das Heer ist erfolgreich bisher. Unsere Heldinnen ziehen zusammen mit dem Heer und dem Heerlager und dem Heertross Richtung Osten, eigentlich so schnell es geht, gen Osten die Hauptstraße entlang. Die Tiefen des Landes sollen später erst befreit und erobert werden, wenn die Hauptversorgungslinien alle befreit sind. Und so zieht man auf die Hauptstadt Altzoll. Und im Alltag des Heerzugs ist gar nicht so viel zu tun für die Heldinnen. Waren sie bis jetzt immer eingespannt in irgendwie einen Zeitdruck oder eine Mission, die sie hatten, hat man ihnen nicht viel Aufgaben zugetraut. Sie haben an den Kämpfen teilgenommen, ja. Bei einigen Besprechungen waren sie dabei, ja. Aber so richtig eine Aufgabe, eine feste Aufgabe im Heereszug hat man gar nicht für sie. Umso mehr bekommen sie ein bisschen mit, wie die Organisation läuft. Borondria, die oberste Heerführerin des Zugs, die die ganze Befreiung angezettelt hatte, macht sich immer noch rar. In ihrem großen schwarzen Zelt ist sie in dem Heerzug meistens präsent, aber als Person sieht man sie so gut wie gar nicht. Auch ihr bekommt keinen großen Zugang zum näheren Kreis um die oberste Golgaritin. Sie macht sich wirklich rar. Die einzigen, mit denen ihr Kontakt habt, sind die Heerführer des weltlichen Heers, die Magier über Astanio und die Pereine-Geweihten und die Geweihten des Drei-Schwestern-Ordens allgemein, die den Heereszug als Heiler begleiten. Vielleicht vermisst Orsku ein bisschen Kasemine, die sonst die Heiler im Heilungsbereich angeführt hatte. Und Bruder Perdan ist nun der Einzige und durchaus viel beschäftigt nun, um alles zusammenzuhalten, was vorher Kasemine alles erledigt hat. Orsku hat angeboten, für Kasemine einiges zu erledigen und in ihre Fußstapfen zu springen, aber das wurde abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer, und hat dich abgewiegelt und abgewiesen. Du darfst helfen, aber nichts organisieren. Ein kleiner Rückschlag für das, was Orsku eigentlich bis jetzt im Herzog erreicht hatte. Elena hat sich vielleicht ein bisschen mit den rondrianischen Truppen angefreundet, zumindest bei den Götterdiensten der Göttin Rondra, die nun, wo es hier als kriegerisch wird, auch sehr präsent sind. Und vielleicht kommen Erinnerungen hoch, vielleicht gute, vielleicht schlechte, vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber als Amazone ist sie hier gern gesehen. Auch wenn immer noch Gerüchte von Amazonen-Assassinen umgehen, mittlerweile hast du die Leute überzeugt, dass du das nicht bist.
Astanio ist freudig beschäftigt. Der einzige unter euch, der wirklich beschäftigt ist, denn er bekommt ständig neue Literatur und neue Aufgaben von Frau Rattel. Und Astanio hat gemerkt, dass die Magier wirklich eine Agenda besitzen. Sie sind nicht vorwiegend für den Herzog hier. Also offiziell schon, aber Frau Rattel hat noch etwas anderes im Sinn, denn auf eurem Weg stoßt ihr immer wieder auf magische Phänomene. Plötzliche Ausbrüche von elementarer Magiekraft, Auswirkungen von unglaublich starker Präsenz von Magie. Kraftlinienmagie nennt Frau Rattel das. Astanio kennt das inzwischen. Und das Besondere hier ist, dass diese Kraftlinie eigentlich nicht so stark sein sollte, wie sie gerade ist. Zumindest behauptet das Frau Rattel. Deswegen muss das alles erforscht werden. Und Astanio hat mehr Analysezauber gesprochen in den paar Tagen, in denen ihr jetzt unterwegs seid, als vielleicht in seinem ganzen Leben zuvor. Dementsprechend ausgelaugt ist er jedes Mal, wenn er sich mit einem anderen trifft. Und das Gegenteil von Astanios Ausgelaugtheit ist Mora, die wirklich entspannt daherläuft, versucht sich von allem Möglichen fernzuhalten, somit so gut wie gar nichts zu tun hat und eigentlich nur die Füße hochlegt und ihre Augen und Ohren offen hält und ein bisschen Gespräche unter den Soldaten mitbekommt. Sie ist es dann auch, die den Klatsch und Tratsch über Borondria und ihre Abwesenheit mitbekommt. Über die ganzen merkwürdigen Vorgänge im Lager, die Gruppen, die sich hier aufgespalten haben, die einen für, die andere gegen Borondria. Man ist nicht ganz zufrieden damit, dass man so viele Leute verschont auf Seiten der Praioten und auch auf Seiten einiger Golgariten. Man hätte einige, wenn es nach einigen Leuten hier ginge, viel mehr Scheiterhaufen errichten müssen und viel mehr Leute an die Straßen hätten gehängen werden müssen. Jandrik ist schwer unterwegs, ebenfalls unter den Golgariten, um die einzelnen Gruppen zu infiltrieren. Bekommt aber, soweit hat Mora das schon mitbekommen, nicht so richtig Einblick, weil er inzwischen durch die Prozesse und den Schauprozess sehr, sehr präsent und bekannt ist. Man ist misstrauisch. Und das Wenige, was er sich mit dir zusammen vielleicht das ein oder andere Mal durch die Schatten bewegt, so viel Erkenntnisse bekommt er gar nicht. Man hat gelernt aus dem großen Heerlager und die Wachen sind sehr penetrant paranoid geworden, nachdem es einen Dämon im Leerzug gegeben hat, von dem niemand einer wusste. Immer wieder werden Zelte durchsucht. Routineproben, sagt man. Auch eure Zelte, aber nie wird irgendwie was Großes gefunden. Und so ist es auch heute wieder der Fall. Heute der Abend eines Tages, in dem ihr wieder gelagert seid, nachdem eine kleine Heerschlacht gegen ein Untotenheer geschlagen wurde. Man sagt, es sind noch wenige Tagesreisen bis Altzoll, bis die Hauptstadt da ist. Und man wundert sich, dass bis jetzt so wenig Gegenwehr von der Drachengarde kam. Wie gesagt, ein paar versprengte Truppen, Untote, aber nichts Ernsthaftes, was das Heer gefährden konnte. Ihr habt Unterstützung bekommen im Heer, angestiftet durch Jandrik, von ortsansässigen Trollzackern, die viel Kundschaftsarbeit in den umgebenden Ländereien machen, dem Heer Wege zeigen, die ihr vorher nicht kanntet und die auf dem Schlachtfeld wirklich mörderisch sind. Soweit habt ihr das auch schon mitbekommen. Es ist ein zwar kleiner Haufen Barbaren, aber wo sie auftauchen und wo sie in der Schlacht Eintritt halten, da wächst kein Gras mehr. Angeführt von ihrer barbaren Königin Chankra, die ebenfalls einmal Mitglied des Nekromantenrats war. So viel die Gerüchte, die Mora aufschnappt. Aber jetzt hat sie wohl die Seiten gewechselt, angestiftet durch Jandrik, was ihn wieder ein Stück weit besonderer macht unter den Truppen.
Der Golgarit, der ein Nekromantenratsmitglied vom rechten Weg überzeugt. Ob das so richtig sein kann. Und so sitzt ihr nun an diesem Abend nach getaner Arbeit, Astanio mehr oder weniger ausgelaugt vom vielen Studieren und Herumexperimentieren, Osko von einigen Heilkräutersuchenden Aktionen, er war heute aus dem Lehrlager heraus und hat Kräuter gesucht, hat wenig gefunden, aber das bisschen wird auf jeden Fall helfen, was du gefunden hattest. Die Göttin Perraina hat dir den Weg gewiesen. Und so habt ihr doch noch ein Einbärenfeld gefunden, abseits in einer Schlucht. Nur Elena ist noch ein bisschen gezeichnet durch den Kampf am vordersten Front gegen die Untoten. Und Jandrik stromert mal wieder irgendwo im Lager herum. Und ja, Mora sitzt entspannter, vielleicht am entspanntesten von allen am Feuer. Das vor euch hinprasselt und von Weitem hört man vielleicht an einem anderen Feuer noch ein bisschen Musik, wo einer eine Laute ausgepackt hat und ein deftiges Soldatenlied vor sich hin brummt. Oh, oh Gott, mein Rücken war auch schon einmal besser. Dein Rücken? Ich dachte, das sind nur die Augen. Ich bin ein alter Mann. Ja, ja, ist klar. Auf einmal wieder. Sieht auf einmal, ja. Und wenn er will, ist er ein alter Mann. Habt ihr nicht gehört? Und wenn du willst, bist du eine Amazonen-Assassine, nicht wahr? Das ist nicht so laut. Ich bin's ja zum Glück nicht. Ich hab die überzeugt gekriegt. Ich hatte doch gehofft, dass dieses Wort einfach nicht mehr aus euren Mündern kommt. Verzeih. Wird das hier vielleicht deine Laune ein wenig anheben? Und das Tanu hält so einen Weinschlauch hoch, den er aus der Küche geklaut hat. Naja, gut. Gerne doch. Solange es kein Blutwein ist. Extra getestet. So gut ist er nicht. Ich meine, du musst es ja wissen. Ich glaube, du hast dir da eine in den Kopf gekippt an dem Abend. Einen. Ich betone einen. Ja, ja. Und der hat ausgereicht. Ich weiß, warum ich nichts getrunken habe. Jedenfalls, und das Tanio macht mit so einem die Flasche auf. Oh. Also der ist auf jeden Fall schon seit Anfang an beim Herr dabei, aber... Nicht, dass der schon Essig ist? Kurz davor. Also es wäre eine Schande, ihn verderben zu lassen. Becher her! Und Mora reicht ihm den Becher. Okay, Becher. Ich hab noch eigentlich... Ach, kommt. Ach, du hast so viel gearbeitet. Du auch, Osko. Ich bin noch nicht fertig. Du bist für heute fertig. Gleich. Du hast dieses Einbärenfeld gefunden. Ja, also, und ich muss die Pflanzen noch vorbereiten. Vor Oskar auf dem Tisch liegt so ein Haufen noch von den Pflanzen, wo er gerade die Blüten und die Früchte halt sorgfältig voneinander trennt und unterschiedliche Beutel sortiert. Deswegen kannst du ja trotzdem deine Kehle befeuchten, damit du musst dich ja nicht besaufen. Hier, und das Mora schiebt ihm auf jeden Fall noch den Becher etwas näher heran. Und so schüttet Astanio jedem etwas in den Becher. Jandrik vielleicht ein bisschen zu viel schon fast. Oh, aber die Schlacht hat mal wieder gut getan. Endlich mal wieder ein bisschen vernünftige Bewegung, ey. Also wenn ich mir den... Astanio streift sich so ein bisschen so über den Arm. Der Querschläger wäre aber nicht nötig gewesen. Was? Ja, mein Gott. Habt ihr keine Zauber, die euch vor sowas beschützen? Außerdem kam er ja nicht von mir. Also, selber schuld, wer zu nah ans Schlachtfeld rangeht, wenn er nicht kämpfen will. Elena prustet zu, stellt den Becher ab und widmet sich dann wieder ihrem Schwert, was sie jetzt nur sauber wischt und dann nochmal nachzieht. Schleift. Ich habe
ich werde noch genügend Leute auf dem Schlachtfeld schlagen, habe ich so das Gefühl. Ja, die Rabenmark ist noch nicht befreit und wir haben ja auch nur spärlich von dieser alten Drachengorde bisher was mitbekommen. Irgendwo werden sie sich sammeln oder vielleicht empfangen sie, sich ja, sie uns ja vor Altzoll oder fallen uns in den Rücken. Und das Tanio kriegt so einen leicht leeren Blick und nippelt nur an einem Weinglas. Vermutlich, ja. Also, wenn sie hier eine Stadt verteidigen würden, werden wir zwar wohl Altzoll sein. Hat der Herzog eigentlich Belagerungsgerät dabei? Ich habe noch nichts gesehen. Ich vermute, dass die ein paar Rotzen dabei haben werden, oder nicht? Auf den Wagen habe ich nichts, mir ist nichts untergekommen. Ich meine, vielleicht haben sie gedacht, sie könnten hier was bauen, aber bei dem, was das hier so wächst, ist es eher weniger geeignet. So viel zu der Planungsmacht unserer Herrschaften. Wie immer. Das eurer Herrschaften. Der Herrschaften. Ja. Ja. Das kommt halt, wenn Leute aus dem Westen Aktionen im Osten planen. Ja. Um etwas im Osten zu wissen. Ja, eben. Ja. Mora, kommen diese Anschuldigungen sehr bekannt vor. Eine große Fraktion der Golgariten ist ebenso unstimmig, dass Vorondria keine Belagerungswaffen mitgeführt hat im Herzog. Sag das nicht zu laut. Die Quirulanten von der anderen Seite sagen das auch. Und warum sollten wir das nicht sagen, wenn sie recht haben? Gut, ich will Vorondria einfach nicht in den Rücken fallen. Ist das nichts? Ich würde also gerne noch mal mehr wissen, was sie vorhat. Jandrik, hast du... Aber du hast ja auch noch nicht sprechen können. Jandrik ist gerade nicht anwesend. Ach so. Strom hat im Lager herum. Okay. Okay. Sie macht sich wirklich rar, die Frau. Ich hoffe, sie hat einen guten Plan. Man muss hoffen. Sonst werde ich nach der Schlacht mehr zu tun haben als sonst. Ich habe auch wenig Lust, so viele Heilzauber zu sprechen. Mir ist es schon mal passiert, dass jemand der Arm abgefallen ist danach. Und dass Tanio... Ja, war... Ich meine, wenn man... Das... Es gibt Gründe. Naja. Sollte es wirklich dazu kommen, dass die Drachengarde uns vor den Toren Altzolls empfängt? Oder vielleicht hinter den Toren? Sich dort verschanzt, dass es auf eine große Schlacht hinausläuft. Ich weiß nicht, ob ich dann dabei sein werde. Ich meine, ich bin niemand, der in Reihe und Glied marschiert und weder eine Lanze, einen Speer noch ein Schild vor sich hält. Ich glaube, ihr würdet mich in so einer Situation nicht sehen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann sind wir ja schon mal zwei. Bist du nicht Soldat? Sowas wie? Nein, ich bin kein Soldat mehr. Aber du wirst in den Schlachtreihen gebraucht. Es gibt auch ein paar Dinge, die ich noch zu klären habe, bevor ich mich in die nächste Schlacht stürzen werde. Ja. Gut, das hätten wir wohl alle. Ja. Ich nicht so wirklich. Gewissen Hexen den Kopf abzuschlagen zum Beispiel. Ist die Frage, wo sie ist. Mir ist egal, wo sie ist. Ich finde die. Und wenn ich sie finde. Gnade, ihr Freiers. Als ob ihr das tun würde. Entschuldigung. Er wird es nicht. Ja, vielleicht kaut Borond ja auch noch auf dieser Prophezeiung rum. Sagt Elena mit gesenkter Stimme. Ich meine, ist bestimmt nicht so weit wie wir. Oder vielleicht ist sie es und kaut trotzdem noch drauf rum. Ich glaube ja, das. Ja. Das war ja auch noch. Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Ja. Es fühlt sich irgendwie wieder komisch an, in diesem normalen Alltagstrott gefangen zu sein. Irgendwie fühle ich mich so sinnbefreit hier. Yep. Das kommt deswegen, weil es sinnbefreit ist. Aber du hast doch etwas zu tun. Du gehst deiner Berufung nach.
Oskar. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht warum, aber ich werde seit einigen Tagen nicht mehr so wirklich eingespannt. Ich wollte mal mit Perdan reden, aber der ist gerade so gut wie immer ausgebucht. Kann es sein, dass sie uns immer noch nicht ganz trauen? Aha, das kann gut sein. Also oder ich kann sagen, dass es auf Frau Rattels Seite da ganz anders läuft. Ich glaube, ich habe noch nie mit so vielen anderen Zaubern gesprochen wie in den letzten 17 Jahren. Gut, war schwierig, aber. Naja. Das ist doch gut, oder? Ja, die kochen ja auch, ihr kocht ja auch da irgendwie euer eigenes Süppchen, habe ich bald das Gefühl. Ihr seid mal einen halben Tag lang weg und kommt wieder und ohne gefühltes Ergebnis bisher. Du vergisst etwas, das, also. Schließlich arbeite ich inzwischen für die KGIA. Nicht jede Information darf rauskommen. Dass sie das überhaupt wisst, dass ich für die arbeite, ist eh schon eine Information, die eigentlich nicht rauskommen hätte dürfen. Dann würdest du das vielleicht nicht so laut herumposaunen. Ja. Und wer soll das hören? Die Besoffenen von der linken, von der rechten Seite oder die Besoffenen Leute von der in linken den Seite? Leute in den Schatten. Wir wissen nie, wer hier Augen und wo hier Augen sind. Ich meine, du kennst Mora, du kennst die andere. Wer weiß, ob sie nicht noch mehr solche Leute hier im Lager haben. Ganz ehrlich, wir sind nicht die Einzigen, die an der Front sind und spionieren. Ja, ich will hoffen, dass die, die uns gerade belauschen, nur von mir bezahlt werden. ja, idealerweise sollten sie uns nicht belauschen. Aber ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass sie uns halt nicht so viel sagen für den Fall, dass wir, wenn wir wieder an die Front gehen, ganz vorne den Speer machen, die Speerspitze machen, sollten wir gefangen werden, nicht zu viel ausplaudern können. Ich werde mich doch nicht an die Speerspitze stellen. Also, wir haben wahrscheinlich noch nicht mal den Morgen erleben, wo man sich in der Formation stellt. Es geht um das bildlich Gesprochene, so wie das in Geisfeld gemacht haben, wo wir vorgezogen sind als... Du meinst Politik? Politik, ja. Können wir aufhören, von Politik zu sprechen? Davon habe ich momentan echt genügend auf dem Tisch. Naja, ich hatte dann sprechen über das Kampftraining. Ich habe ein paar nette Sparrings gehabt. Ja, Kampftraining. Wäre mir lieber als das, was ich gerade auf dem Tisch habe. Also, morgen früh? Vor Sonnenaufgang? Ja, von mir aus. Jetzt tu nicht so genervt. Ich biete dir gerade etwas an und du kannst mich... Wir prügeln halt einfach aufeinander ein. Lass es aus. Ich kann das ja einstecken. Du kennst, weißt das. Ich sage es mal so, das, was ich auf dich einprügel, ist etwas, was, wenn ich wieder ein Verbot gegen Magie bekomme. Da solltest du im Training für bleiben. Ja, ich bräuchte aber vielleicht meinen Sparring-Partner, wo ich den hier neu ausprobieren kann. Und das Salio hält so einen kleinen Stock hoch, der inzwischen mit lauter Runen besetzt ist, weil Astario hat die letzten Tage damit verbracht, diesen Zauberstab an sich zu binden. Ja, damit kann ich nicht dienen. Da musst du Frau Rattel um Sparringspartner fragen. Aber die anderen Sachen sollten auch trainiert werden. Das hast du ja selbst Osko immer versucht zu vermitteln. Er will es nicht und du kannst es. Also lass es nicht einrosten, mein Lieber. Ja, und ich hab Osko damit mehr als einmal nur Unrecht getan. Das wissen wir inzwischen ja auch. Also wie ich dir Unrecht tun würde, wenn wir ein Sparring machen. Es geht an die... Elena. Was denn? Wer für den zweiten hatte jetzt schon den zweiten Becher Wein? Du oder ich? Vielleicht komme ich im betrunkenen Kopf auch noch auf die Idee, mich gegen Elena zu stellen. Also... Nicht mal, wenn ich sternhagelvoll bin. Also, gerne. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Elena inzwischen Sparring gemacht habe morgens. So gut wie jeden Morgen? Eben. Außer jetzt die letzten drei Tage. Vier Tage, fünf Tage, ich hab dir es ist eine Woche. Es ist eine Woche. Eine Woche, ja. Also wird es noch wieder Zeit. Wir haben das letzte Mal trainiert vor der vorletzten Schlacht. Vorletzte Schlacht war das. Ja, kommt hin. Also wird es mal wieder Zeit. Und ganz ehrlich, Osko, ich werde, wenn du mit mir trainieren würdest... Lena, ich möchte gerne meine Weihe noch erleben, danke. Ich, nicht mit scharfen Waffen, wir können es auch mit Stücken. Man kann es ja mit stumpfen Waffen grün und blau schlagen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Das hat bei mir angefangen. Astanio denkt so, hat so ein fieses Grinsen am Gesicht oder man kann Leuten gegen das Schienbein treten. Ja, zum Beispiel auch das. Das ist ein Angebot.
Also bei Elena kann man mit solchen Aktionen immer ganz gut treffen. Ich wollte gerade fragen, muss das ein fairer Kampf sein? Also. Ich glaube, die Antwort auf die Frage weißt du am besten. Vielleicht sollten wir das doch mal ausprobieren. Also das letzte Mal, als ich Elena unfair versucht habe, entgegenzukommen, habe ich mir eine ganz schöne Beule am Kopf eingehandelt. Ich würde es nicht machen, Mora, wenn ich du wäre. Das ist ja jetzt mit Ankündigung. Das ist ja was anderes. Da kann man sich drauf einstellen, wenn der Gegner findet und einen an der Nase rumführt. Das wird dir im offenen Feld auch nicht passieren, dass jemand ankündigt, oh, Elena, bevor ich es vergesse, bevor wir jetzt anfangen, uns mitten auf dem Feld gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, ich werde dir gegen Schienbein treten, die versuchen, in den Rücken zu fallen. Und ach, da steht noch mein Kollege Herbert, der dich von der Seite angreifen wird. Dafür liest man das, dafür lernt man dann das Schlachtfeld zu lesen und seinen Gegner, dass man so Angriffen ausweicht. Also ich habe die Angriffe schon zu 99% der Fälle zugelassen, damit du auch mal ein Erfolgserlebnis hast. Was denn? Guck mich so. Es wird ja sonst langweilig, wenn ich immer gewinne. Es geht schon wieder los. Apropos Erfolgserlebnis. Osko. Ich schulde dir ja noch eine Revanche, richtig? Ach, schon wieder, ich hab's schon verdrängt. Astario sitzt da und giggelt in sich hinein. Du verkaufst die Kamele zu schnell. Ich sage es dir immer und immer wieder. Aber du hörst nicht auf mich. Weißt du was? Und Osko lässt sein Messer auf den Tisch plumpsen. Gut. Gut. Wir spielen eine Runde. Jetzt. Sehr gerne. Osko packt das Spielbrett mit den roten und weißen Kamelen aus und Astanio setzt sich dazu. Astanio ist so gut gelaunt wie schon seit Tagen nicht mehr. Irgendwie hat ihm das gut getan, dieses Arbeiten als Magier. Geht da irgendwie viel voll drin auf. Und so spielen die beiden. Und die beiden Damen betrachten das eine Weile. Hören Astanio mal fluchen, hören Osko einmal fluchen. Aber das Spiel dauert länger, als der ein oder andere das wohl mag. Na, Mora, auf wen setzt du? Das ist im Moment noch ein sehr ausgewogenes Spiel. Ich spiele das Spiel nicht so häufig. Ich weiß nicht so gut, wie man darin betrügt. Man kann täuschen, aber betrügen ist, glaube ich, nicht so wirklich möglich. Deswegen spiele ich lieber andere Dinge, die ich mehr unter meiner Kontrolle habe. Karten oder so, ne? Auch das, ja. Lass uns mal die beiden nicht weiter stören. Ich sehe schon fast Rauch aufsteigen bei den beiden. Bei Astanio könnte es ja tatsächlich passieren. Haha! Und Astanio schlägt gerade eine wichtige Figur von Osko vom Brett. Osko schluckt einmal, betrachtet das Feld. Warte mal. Es dauert einige Momente. Alter Mann, du hast nicht aufgepasst. Und im Gegenzug dessen wird eine ebenfalls wichtige Figur bei Astanio geschlagen. Leise flucht Astanio vor sich hin, linst aber so links so leicht zu Elena rüber. Und Elena sieht es vielleicht nicht, aber Mora sieht vielleicht so ein kleines Zwinkern. Ich gehe mal schauen, ob ich noch irgendwie ein bisschen Wein hier auftreiben kann. Das wird ja wohl noch eine Weile länger dauern. Nicht den Roten. Der ist... Ich werde schon was finden. So lässt Mora die drei am Feuer zurück. Und Elena wird langsam ein bisschen langweilig, ob des Spiels zwischen Osko und Astanio. Schaut über das Feuer zurück Richtung Zelt. Und bemerkt dann, als sie so durch die Gegend schaut, dass sich die Zeltplane etwas bewegt von eurem Zelt. Also von
dem Männerzelt. Also ihr seid ja ein Frauen-, ein Männerzelt. Lena schaut da kurz, stellt dann den Becher weg und steht dann auf. Das Schwert hat sie schon länger sauber gemacht und ist wieder in der Scheide. Schaut sie nochmal zu den beiden Jungs, die hochkonzentriert natürlich im Spielen sind, und geht dann mal rüber. Es ist nur eine ganz minimale Bewegung. Und dir ist so, als würdest du irgendwie auf Bodenhöhe irgendwas zwischen den Zeltplanen im Zelt verschwinden sehen. Was? Was? Elina nimmt sich die Laterne, die bei Oskar auf dem Tisch steht, und geht dann rüber zum Zelt. Weil wahrscheinlich ist der Himmel wieder wolkenverhangen. Kein Mond da. Schimmt die ihr ein bisschen ab, die Lampe, dass sie nicht blendet, sich selbst nicht blendet, und steckt dann den Kopf ins Zelt. Leuchtet dann rein. Schaut sich um, ob sie irgendwas, was sie sieht. Ist die drei Lagerstätten von Jandrik, Osko und Astanio. Die vielen Bücherstapel neben Astranios Bett. Die gut riechenden Pflanzensammlungen neben Oskos Bett. Und das Cargo-Bett von Jandrik. Zerwühlt als einziges. Oh Mann, hier weiß man auch, wer wo wohnt. Und die Bücher, sind das schon wieder mehr geworden? Denkt sich Elena so. Ach, die Kräuter. Riech 50% gut. Höher als der letzte Abend. Ja. Und dann schaut sie sich Sphärologische Anthologie des Elementaristen Jakobius von Betana. Elena hat das Buch kurz hochgenommen, schüttelt dann den Kopf und legt es wieder hin. Nicht meine Art von Lektüre. Dann schaut sie sich um. Schaut sich um, wieder zurück. Was? Und dann liegt auf einmal eine kleine Schriftrolle mitten auf dem Weg, wo du gerade lang gelaufen bist. Hä? Elina schaut sich nochmal um und sucht irgendwen. Was? Geht dann runter zur Schriftrolle, stellt die Laterne ab. Ah, der Boden ist schon wieder getrocknet. Ah, ist der Boden feucht genug, dass man irgendwas erkennen könnte? Nee, ne? Ach, du siehst ja deine Fußspuren. Ja. Aber es ist schon ziemlich ausgetreten. Aber Elina kennt sich ja aus mit Fußspuren suchen und so. Ja, da ist ja nichts. Ja, da gehen sie halt immer her. Lena nimmt dann die Schriftrolle hoch und schaut sie sich an. Wenn du dich runterbückst zur Schriftrolle, hüpft sie ein paar Zentimeter dir durch die Beine hinter dich. Hey, wenn sie hier liegt, die Schrift, warum hüpft diese Schriftrolle? Lena versucht nochmal, sie zu packen. Ja. Dreht sich wieder rum und wieder hüpft die Schriftrolle ein paar Zentimeter weiter nach rechts, als du danach versuchst zu greifen. Wenn die hier liegen bleibt, wird sie noch nass und dann kann man die Nachricht nicht mehr lesen. Na, momentan hüpft sie ja über den Boden und liegt nicht. Ja, warum wird sie wieder liegen bleiben? Lena versucht sie zu fangen. Hey, was? Dreht was sich noch einmal das? Um und noch einmal. Es ist fast so, als würde Elena mit der Schriftrolle Katz und Maus spielen und stößt dann mit ihrem Schwert an der Seite versehentlich die Laterne um. Ah, verdammt, die Lena hebt sie wieder auf. Mist, tritt ein bisschen, das guckt, dass sich das Öl, das ausgelaufen ist, wieder austritt, das Feuer. Ach, Mann. Dann ist die Schriftrolle verschwunden. Ey. Oh. Dann ist sie nicht für mich, aber draußen sitzen zwei und sind sie für den dritten. Es sollte sie vielleicht aufs Bett gelegt werden, aber. In dem Moment kommt Nora von der anderen Seite des Zeltes in das Zelt und sieht Elena zwischen den drei Betten der Jungs stehen, mit sich selber reden. Suchst du was Bestimmtes? Naja, ich bin hier rein, weil ich habe gesehen, wie irgendwas ins Zelt gehuscht ist. Und dann lag hier so eine kleine Schriftrolle. Elena zeigt so ungefähre Größe. Aber die hat sich bewegt. Ich konnte sie nicht aufheben. Die ist weggelaufen. Ja, und
Mora, ohne sich wirklich umzudrehen, lässt den Blick einmal schweifen. Siehst auf einem kleinen, auf einer kleinen Truhe, wie, entdeckst du die, eine Schriftrolle liegen, die ungefähr auf die Beschreibung passt. Meinst du die da? Ja, das ist sie. Weil immerhin liegt sie jetzt nicht mehr auf dem Boden. Aber wie ist sie da hochgekommen? Das ist eine magische, verzauberte Schriftrolle? Müssen wir Astolle mal fragen, ob Schriftrollen fliegen können. Sie hat sich bewegt. Mora tritt jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen wenig näher an Ilena ran. Wirft die Stirn in Falten und blickt sie von oben nach unten an. Ich bin angetrunken, nicht betrunken. Greif nach ihr. Schau mal, was passiert. Und es wäre sehr unüblich, dass du lügst. Ja. Nichtsdestotrotz bist du in das Zelt eingebrochen. Da sind wir uns doch wohl einig. Hier ist niemand drin und ich habe nichts angefasst, mir nur kurz geschaut, welchen neuen Schinken Astania schon wieder da liegen hat. Also welches, das sagst du, das habe ich nicht gesehen. Und ja, mein Gott, was soll ich denn hier schon holen? Ein kleines, merkwürdiges, kratzendes Geräusch hört man aus der Richtung von Jandriks Bett. Hast du das gehört? Und Mora guckt nochmal so unters Bett. Sie vermutet, eine Ratte irgendwo zu finden. Schaust mit der Lampe unter das Bett und siehst einen kleinen Kohlestift, wie er so aufrecht unter dem Bett hin und her hüpft. Bei den Zwölfen. Was ist? Ist das irgendein Mindergeist? Als der Lichtschein unter das Bett fällt, fällt auch dann der Stift so runter. Plumps. Mindergeist, Moment. Mindergeist. Warte mal. Und Mora kramt in ihren Taschen und holt eine Handvoll Münzen heraus und sie sucht, das sind alles unterschiedliche Münzen. Und dann eine findet sie mit einem Loch darin, eine ganz eigenartige. Da zupft sie sich ein Haar heraus und bindet dieses lange Haar an die Münze. Und dann bindet sie das andere Ende des Haares quasi unter das Bett. Was machst du da? Münze. Warte, ich habe mal gesehen, wie man, manchmal kann man sie fangen. Sie mögen glänzende Dinge. Manche ja, manche nein. Und sie bindet diese Münze mehr oder weniger schwebend an dem Haar unter das Bett und nimmt dann die Laterne weg, tritt ein paar Schritte zurück und beobachtet fieberhaft diese Münze. Ilena flüstert, was willst du jetzt fangen? Naja, den Kobold, den Geist, wie auch immer. Aber vielleicht beißt er jetzt nicht mehr an. Und ein sie Kobold. Guckt ganz genau, ob die Münze noch so schwingt, wie sie soll, oder ob sie sich ein wenig unnatürlich bewegt. Hast du dich jetzt aufs Bett gesetzt und guckst so von oben runter, oder? Nee, tatsächlich so 2-3 Meter weiter und dann so unters Bett guckend. Okay. Tut sich erstmal nichts. Dann zuckt sie mit den Schultern und geht dann erstmal zu dieser Schriftrolle, die da noch liegen sollte. Auf dieser kleinen Die liegt da noch. Sie versucht sie in die Hand zu nehmen. Mal zu gucken. Kannst du machen. Ist die versiegelt oder nur verschnürt? Die ist eigentlich nur so ganz normal eingerollt. Weiß nicht, wem die Truhe gehört? Das ist so eine allgemeine Truhe, die von allen dreien benutzt wird. Du verpetzt mich ja nicht, oder? Und in dem Moment machst du sie schon auf. Nachdem, was drinsteht, sollten wir es den anderen eh sagen. Ja, und Mora ist schon fleißig dabei. Elena knufft Mora so. Mädchen. Wir sollen, lass mich doch in Angelegenheit zusammenarbeiten. Und sie guckt es drauf. Ja, da ist eine kurze Notiz abgebildet in Kuslika Zeichen. Bis zur Rückkehr unseres geschätzten Herrn Lucardus von Kemet werde ich die Geschäfte der Stadt und des Rates führen. Ich konnte ihn davon abbringen, die Steuern zu erhöhen, um weitere Kämpfer für seinen Kriegszug anzuwerben. Allerdings
muss ich in seinem Namen leider doch verlangen, dass es 20 weitere Waffenknechte in Sold genommen werden, um seine Eskorte auszugleichen. Deswegen muss jede Zunft und Gilde im Monat 1 Golddukaten zusätzlich Abgabe leisten. Gezeichnet Arnhild von Dabonia in einer der letzten Sitzungen des Stadtrats, 1038 Prosperanzfall. Uff. Und Morat zeigt es auch Elena, diese Notiz. Das ist weder für Astanio noch für Osko noch für Jandrik, denke ich mal, bestimmt gewesen. Ja, das ist oha. Das, das heißt, Lucardus ist irgendwohin unterwegs mit 20 Mann. Im schlimmsten Fall hierher oder woanders hin geflohen. Aber wie kommt, wer auch immer das hier hingebracht hat, entweder ist das eine abgefangene Nachricht. Das würde ich Jandrik zutrauen. Ja, aber der Jandrik lässt keine Rollen durch die Luft schweben. Oder irgendwer hat einen Mindergeist unter seiner Kontrolle. Oder irgendwelche magischen... Ach, ich hab's angefasst. Ach, verdammt. Jetzt, da muss das danach gucken. Und Mora, ich will nicht auch schon verhext sein. Meine Neugier bringt mich noch irgendwann um. Und sie wickelt den Faden wieder um diese kleine Rolle und positioniert sie genau da, wo sie sie gefunden hat. Willst du das nicht lieber einstecken, wenn hier eine Kontrolle durchkommt? Ist das? Naja, irgendwer wird sie doch vermissen, oder? Ach, ja, aber keiner recht. Von uns... Also, Mora schreibt den Inhalt ab. Mich würde sehr gut interessieren, wer diese Nachricht hier abholt. Dich nicht? Ja, schon. Also oder dann, ob sie abgefangen wurde. Dann würde ich. Die sieht eher nach abgefangen aus. Jandrik hat mir ganz ehrlich, das ist ein. Von wem war, an wen war noch gleich der Brief? War keine Anrede drin. Aber die Vertretung von Lucardus taucht drin auf. Gut, das sollten wir vielleicht mit den Jungs besprechen, wo uns nicht so wirklich Leute. Wieder das kratzende Geräusch hinter euch. Hast du das? Und Mora dreht sich ganz schnell um. Die Münze ist weg. Ah, jetzt haben wir es verpasst. Ja. Aber das kratzende Geräusch ist noch da. Und Mora setzt sich jetzt tatsächlich auf das Bett und guckt so kopfüber runter. Jetzt zeig dich doch endlich, wenn du schon mein Geld nimmst. Keine Antwort. Vielleicht solltest du etwas freundlicher sein, Mora. Ich habe ihn jetzt bezahlt. Oder zumindest, ich nenne das Vorschuss. Und sie redet fast schon eher unters Bett. Hast du gehört? Elena guckt jetzt Mora schief an. Okay, also, ja. Ein kleines Blatt Papier schiebt sich unter dem Bett hervor. Ha, und Mora schnippt es weg. Es ist wirklich nur so handgroß. Mit einem Kohlestift hat jemand Zeichnungen drauf gemacht. Was ist das? Mora versucht es irgendwie zu erkennen. Mora sieht, da hat jemand versucht zu zeichnen. Man sieht Herzchen. Und man sieht so zwei angedeutete Buchstaben. Mhm. M und Y umkreist von Herzchen. Was? So? Was ist, Mora? Du guckst so komisch. Wie hast du das herausgefunden? Und sie blickt fragend in den Raum. Mit wem redest du, Mora? Naja, mit dem Ding, was ich bezahlt habe. Okay,
Es ist fast so verrückt wie Jandrik neulich. Okay, kleines oder Wesen. Sagen wir mal ein Quid pro Quo. Ich erzähle dir mehr hiervon und sie schüttelt mit dem Zettel. Dann erzählst du mir mehr davon und sie zeigt auf den anderen. Keine Reaktion. Wo das herkommt, kommt noch ganz viel her und sie nimmt sich so ein paar wertlose Münzen mehr oder weniger in die Hand. Keine Reaktion. Ich verstehe von so einem Spuk nichts. Ich hole das Tanio. Das wird mir hier zu bunt. Okay, mir ist das hier zu gruselig. Ich komme, also irgendwie seltsam, ich komme mal mit. Und Elena folgt dann Nora raus, zurück ans Feuer. Draußen spielen Osko und Astanio immer noch. Und Mora hat ja ihre Abschrift gemacht von der Nachricht und knallt es quasi zwischen die beiden auf das Brett. Hier war! Einige Figuren fallen um. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir waren kurz... Kurz, ich hatte ihn noch beinahe. Es wären für euch beide mindestens noch 4 Züge gewesen. So nah dran wart ihr nicht. Aber es gibt hier erstmal ganz viele sehr interessante Dinge zu klären. Ja, wirklich interessant. Ich hoffe, du hast den Wein wenigstens mitgebracht. Ach, der Wein stimmt. Nein, hier. Und sie zeigt auf ein Notizblatt. Wir haben eine Nachricht abgefangen. Also, eher gesagt, sie ist uns zugehopst. Das ist die zweite Sache. Zeigst du jetzt die Nachricht vom Notizbuch oder hast du die kleine? Nein. Die Schriftrolle hat sie abgeschrieben. Also das hier ist Politik, das andere und sie fächert mit so einem kleinen Zettel. Das ist Nonsens, aber darüber reden wir später. Zeig mir meine Nonsens her und das Sally greift so nach dem Zettel. Und sie zieht ihn weg. Guckt euch lieber die Politik an. Auch nicht schon wieder Politik. Osko hört ein schmatzendes Geräusch von seiner rechten Seite. Osko dreht sich um. Eine kleine Einbeere schwebt mitten in der Luft und verschwindet gerade. Da ist es schon wieder! Osko dreht den Kopf verwirrt. Hört nur noch so ein kleines Schmatzen. Guck auf den Becher Wein, schiebt ihn weg. Nein, das war, glaube ich, eher Essig. Das ist ja ein... Astanio wirkt wieder mal ein Analysezauber. Achso, ich habe das auch gesehen. Ich dachte, ich bin ja, da war eine schwebende Einbeere, die verschwunden ist. Ich dachte, das ist lecker am Wein. Ist da, nee. Sieht Astanio denn jetzt etwas? Sein Blick in die astrale Welt sieht Astanio tatsächlich ein elementares, mini kleines Wesen, was auf dem Tisch, auf dem kleinen Schemel, wo Osko seine Blüten und Blätter und Beeren irgendwie sortiert hat. Und wie das da zwischen den einzelnen kleinen Ranken, die Osko da fein säuberlich drapiert hat, irgendwie sich daran zu schaffen macht. Ach nee, ist der süß. Sadio wird sich so auf alle 4 runterbeugen und den angucken. Was hast denn du da jetzt? Osko schaut und eins dieser Einbärenranken, die du da irgendwie gerade irgendwie so eingerollt hast, rollt sich auf und fängt an zu wachsen. Astanio, was passiert da gerade? Astanio hält einfach nur seine Hand hin so und zeigt an, dass das Wesen doch einfach auf die Hand trapseln soll. Schaut dich böse an, sagt irgendwas, aber du hörst nichts. Also, wenn du mit uns reden möchtest, dann musst du das schon, ne? Eine merkwürdig lange Zunge, die aussieht wie ein grünes Blatt, schiebt sich aus dem Mund der Gestalt und dann wächst die Ranke vor Oskos Gesicht weiter, und zwar in einer sehr verkrümmten Form und bildet ein Herzchen.
Was passiert da gerade? Asko, ich glaube, es mag dich. Das ist mir total egal. Das soll von den Sachen da weggehen. Jetzt komm. Nein, bloß keine hektischen Bewegungen. Du willst das nicht verärgern. Glaub mir mal. Was ist das denn, Astanio? Mora genau, sagte irgendwas von Mindergeist. Das ist was? Ist es ein Kobold? Ist es ein Geist? Ist es ein... Nein, für einen Kobold ist es zu klein. Mindergeister sind größer. Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht ist es irgendwie eine unentdeckte Art. Er kennt den Astanio irgendetwas, was es sein könnte. Naja, Astanio hat sich ja die letzten Tage sehr mit elementaren Wesenheiten befasst und weiß wohl, dass es sich um einen elementaren Geist handelt, den es hier aber eigentlich gar nicht geben dürfte. Also es ist schon echt seltsam. Nee, das kann nicht, nein, das kann nicht sein. Sprich's doch endlich aus. Wir haben es hier mit einem Elementargeist zu tun. Ha. Aber der dürfte hier gar nicht da sein. Also nicht hier. Vor Osko erscheint in der Luft eine Münze mit einem Loch drin und diese Ranke mit dem Herzchen wächst da jetzt durch. Ha! Die hat er mir geklaut. Na, du hast sie ihm hingehangen, dass er sie nimmt. Ja, aber ich will doch eine Gegenleistung haben, oder? Ja, aber es ist trotzdem, nicht geklaut. Eine Gegenleistung zu erwarten, wenn man ihm einfach ein Stück Gold hinhängt, ist auch ziemlich blauäugig, ne? Was passiert denn? Also ich weiß, Deals laufen eigentlich anders. Aber jetzt wächst noch eine kleine Beere daran. Aber was macht es? Oh, das sieht aus wie ein Herzchen. Immerhin hast du sie ersetzt, aber warum für mich? Dann hüpft es von Osko weg. Was war auf diesem Zettel drauf, Morat? Ein kleines Zettelchen, was das Wesen ist. Das ist Verhandlungssache zwischen mir und diesem Ding. Und Mora zeigt mit dem Finger relativ wahllos auf diesen Haufen voller Grünzeug. Also wenn ich jetzt mal deuten soll, ne? Ich lass mir jetzt mal hier den Jannik an. Können wir darüber sprechen? Dann hat das Herz eindeutig was damit zu tun, was sie uns nicht zeigen möchte. Das Rankenherz hüpft gerade über den Boden Richtung Frauenzelt. Eindeutig, ja. Also für. Also ich kann da jetzt nicht. Ich kann da jetzt nicht rein. Warum nicht? Das ist das Frauenzelt. Wir haben die erste Nacht, die wir im Jahrhager waren, alle in einem Zelt gepennt. Diesem Ding erstmal hinterher, ohne was weiteres zu sagen. Ich will es mit dem Ding nicht alleine lassen. Lena steht wieder auf und folgt Mora. Kommt ihr? Nicht, dass es, also nicht, dass es mein Zimmer, mein Zelt durchführt. Das reicht mir, wenn das die... Aber das Spiel. Das liegt doch... Das Spiel ist vorbei, Astanio. Das liegt doch eh... Das Spielfeld an. Müsst ihr eine neue Partie starten morgen Abend? Astanio nimmt den letzten Schluck Wein aus seinem Becher und flucht einmal und trottet hinterher. Mora betritt das ihr Zelt, was ihr mit Elena jetzt sich teilt und sieht dieses Herzchen, wie es gerade auf ihr Bett raufhüpft. Also du und ich kennen uns nicht und sie redet mehr oder weniger zu ihrem Bett, leeren Bett und diesem Stöckchen. Es ist sehr schön, dass du mir Komplimente machst. Das Stöckchen legt sich auf das Kopfkissen. Aber vielleicht... sollten wir erstmal darüber reden, warum du mir diese Allüren machst? Oder? Elena, ich kann sowas nicht. So, ich kann mit so Mindergeistern umgehen? Elena, nein, ich meine eher. So, ich kann sowas. Bist du. Moment. Es hört uns, es versteht uns. Wenn du doch eigentlich nur Nachrichten überbringst, wessen Nachricht überbringst du denn da gerade? Oder Schachzug. Okay, es passiert nichts. Ist schon wieder weg? Eine
kleine Druckstelle irgendwie bildet sich auf Moras Schulter. Hä? Was ist, Mora? Einen leichten Druck auf der Schulter. In dem Moment kommt Astanio rein. Sieht er denn das Viech? Sie sitzt auf Moras Schulter. Ich glaube, es sitzt auf deiner Schulter. Okay, was will es? Also, wenn es dir den Kopf abreißen hätte wollen, dann wärst du jetzt schon tot. Wozu das denn? Wird Astanio. Naja. Kannst du mich jetzt hören? Ja, jetzt kann ich dich hören. Dreckiger Magier. Dreckiger Magier, also bitte. Machst du mir meine Arbeit kaputt? Warum mache ich dir deine Arbeit kaputt? Welche Arbeit denn? Für wen denn? Das darf ich nicht sagen. Hat der zufälligerweise schwarze Haare? Vielleicht. Astarion fängt an zu lachen und hält sie und kippt von hinten nach hinten über. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Alkohol und ein bisschen, naja, Überarbeitung. Das ist ja köstlich. Was denn? Was sagt es denn? Astarion, ja, was sagt es? Ja, es überbringt sich Nachrichten von Jandrik. Das habe ich nicht gesagt. Lüg jetzt auch noch. Schwarze Haare, Herzchen an Mora, doch, definitiv, Jandrik. Nicht gesagt, dass mein Auftraggeber schwarze Haare hat. Siehst du mal, ich habe hier so ein Haar, das ist nicht schwarz. Das ist ihr Haar. Vielleicht. Es reißt dir gerade ein Haar raus, wenn du nicht aufpasst. Nicht noch eins. Das erste habe ich mir selbst ausgerissen. Kannst du es fragen, warum es auf meiner Schulter sitzt? Ich will es nicht anfassen. Sie fragt, warum du auf ihrer Schulter sitzt. Ja, ich schreie die ganze Zeit ins Ohr, damit sie mich hört. Die hat mich was gefragt. Ja, sie hört dich nicht. Ich bin der Einzige hier, der dich hört. Du bist auf der anderen Ebene. Wir sind hier gerade auf der Astralen. Warum hört mich denn dann der andere? Ist der auch Magier? Nicht, dass ich wüsste. Ich das. So, ich sehe Astanio so wild gestikulieren und reden und er schaut so ein bisschen so aus, als hätte Astanio einen Vollknall. Kennen wir schon. Öfters mal was Neues. Ja, über was unterhaltet ihr euch denn gerade? Naja, warum es auf dir sitzt und warum Jandrik dir Nachrichten schickt. Und warum so offensichtlich? Das Wesen schreit jetzt nochmal in Moras Ohr. Danke für die Mütze! Und es bedankt sich für die Mütze. Ja, gerne. Das Problem ist, dass es nicht gemanagt bekommt, mit euch zu sprechen. Das einzig Seltsame ist, dass ich es höre und Jandrik offensichtlich auch. Warum kann Jandrik? Das habe ich nicht gesagt. Das hast du gerade gesagt. Nein, habe ich nicht. Der andere. Ja, der andere. Mit schwarzen Haaren. Das habe ich nicht gesagt. Also ist es jetzt Jandrik oder nicht? Sag mal der Frau, dass du doof bist. Das werde ich nicht sagen. Es sagt, dass ich sehr klug bin. Das stimmt nicht. Du Lüger. Das wird mir irgendwie zu blöd gerade. Oh Mann, ey. Aber jetzt änder doch endlich mal deine Sprache, dann kannst du das vielleicht. Wie änder deine Sprache? Änder du doch deine Sprache. Also mich hören alle anderen, dich offensichtlich ja nicht. Ja, kann ich da was für, wenn ihr zu blöd seid, mich zu hören? Du musst ja nicht brüllen, Osko. Ich bin nicht zu blöd, dich zu hören. Ach, nicht Osko. Jetzt sag die Wahrheit, ansonsten weiß ich, wo dein Buch wohnt. Das, wo du die Notizen reinmachst. Wär doch schade, wenn ich dir heimlich wegradiere nachts, nicht wahr? Die sind mit Tinte geschrieben. Mhm. Astanio steht da einfach nur mit verschränkten Armen. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du sagst. Ich könnte auch ein paar Runen ergänzen. Also ist das jetzt von Jandrik? Und warum? Also es ist von Jandrik.
Es möchte aber nicht zugeben, dass es von Jandrik ist. Und es will, dass ich die Wahrheit spreche. Was? Wir sind immer so anstrengend. Also wenn du mit den anderen redest, dann musst du sicher nicht mehr mit mir abgeben, richtig? Versuche ich doch. Und Mora fühlt jetzt so einen leichten Druck an ihrem Ohrläppchen und dann sieht Astanio, wie Mora ins Ohr brüllt. Hallo! Das hilft, glaube ich, immer noch nicht. Sonst würde sie jetzt schon schreien und dich wahrscheinlich von ihrer Schulter schnipsen. Und Mora versucht, das Ding zu greifen, weil sie irgendwas in ihrem Ohrläppchen... Nein! Fühlst du einen kleinen Widerstand? Lass mich runter! Ich glaube, ich hab's... Ja, ein bisschen weiter unten anfassen. Du hast es gerade im Kopf. Oh. Du reißt ihm den Kopf ab. Und sie nimmt einfach ihren leeren Weinbecher und setzt ihn da rein. Was Osko jetzt sieht, ist, dass dieser Holzbecher unten so ein leichte... pflanzliche Auswüchse bekommt. Als ob das Holz des Bechers sich wieder irgendwie belebt. Ist es jetzt da drin? Ja, doch. Dreh mal den Becher um. Ja, Elementargeist. Wahrscheinlich könnte es sogar Humus sein. Natürlich Humus. Nein. Bestes Element. Mhm. Es protzt sehr, dass es ein Humusgeist ist. Ich muss sagen, das finde ich aber gerade auch ganz cool. Okay, dann hier, deiner. Und Mora gibt Osko den Becher in die Hand. Oh, viel Spaß damit. Nehme ich. Hallo, Osko. War das nicht ein schönes Einbärenfeld, was ich dir hinterlassen hab? Ah! Osko, du darfst dich bei unserem kleinen Helferlein hier bedanken. Warum das denn? Das Bärenfeld war von ihm. Ja, Osko guckt in den Becher rein. Er war so traurig, dass er nichts gefunden hat die letzten Tage. Kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen. Das war aber sehr, sehr, sehr gütig von dir. Danke dir. Ich bin ja kein Magier. Ach, wenn ich. Nicht alle Magier sind so wie die in. Nein, die Magier lügen nur rum und machen dumme Dinge. Ich möchte natürlich auch in diesem Gespräch teilhaben. Ich auch. Ich fühle mich gerade genauso komisch wie du. Aber danke, Dinge im Becher. Kann es da nicht irgendwas... Wenn du so toll ein Magier bist, dann find doch mal einen Weg, dass sie mich auch hören. Asane überlegt, findet ihr denn da irgendwas? Ah! Und Asane nimmt so sein Monokel raus. Steigt da mal durch. Hä? Steigt da mal durch. Hä? Und er hält das so vor das Glas. Da ist... Wie soll man denn da durch? Asano hält es einfach nur davor. Ist aber hübsch. Was soll das jetzt, dass du dein Monokel davor hältst? Wie soll das durch sowas durchsteigen? Da ist ja ein Glas drin. Jetzt nimmt Astanio mal das Männchen auf seine Hand. Hey, lass mich los! Und hält das Monokel vor die Figur und so zu den anderen. Und macht. Ja, jetzt könnt ihr das auch sehen, das Ding. Sieht aus wie so ein kleiner laufender Zweig. Ach. Das ist sehr interessant. Fällt Asane noch irgendwas ein, wo er vielleicht die Sprache noch zu den anderen rüberbringen kann? Hat er irgendwas gelesen darüber? Nee. Eigentlich ist es für Magier ganz normal, dass wenn die das sehen, das Wesen, dass man das dann auch verstehen kann. Hey, kleiner Freund. Und tatsächlich hören Osko, Mora und Elena, wenn sie das irgendwie jetzt gesehen haben, auch irgendwie ein Gezeter. Ey, lass mich jetzt mal los. Es redet, oder? Und gerade ein bisschen aufgebracht, aber ich kann es auch ein wenig verstehen. Also, Box siehst du runter? Na, zufrieden, kleiner Mann? Habe ich gut gemacht, ne? Ja, hast du sehr gut gemacht. Das Talio gibt dem
Er lässt jetzt das Männchen los und gibt ihm so einen kleinen Batsch-Batsch auf den Kopf drauf. Kannst du mich jetzt verstehen, Mora? Ja, und kennen wir uns? Der Magier lügt. Okay, ja. Und worin genau? Irgendwas mit Jandrik, hat er gesagt. Ich kenne keinen Jandrik. Es sieht sehr auffällig aus, wie er lügt wahrscheinlich. Naja, Mora ist es gewohnt, Menschen einzuschätzen, aber Zweige? Okay, gehen wir mal davon aus, dass es nicht von Jandrik ist. Von wem dann? Was meinst du jetzt genau? Die Münze? Dankeschön. Nee, das hier. Und Mora hat jetzt diesen kleinen... reden wir erstmal über Politik, okay? Was steht da überhaupt drin? Po was? Die kleine Schriftrolle, die du in das Zelt der Männer getragen hast. Woher kam die? Das war ich nicht. Das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, du warst es. Gehen wir erstmal zu dem Punkt, der interessant wird. Mann, hast du das rausgekriegt? So bin ich. Erstmal dann jetzt zu den wichtigen Dingen. Woher hast du die? Habe ich mitgenommen. Und wer hat dir gesagt, dass du das tun sollst? Nicht Jan. Mein Freund. Ah, ja, verstehe. Also, wenn es was Politisches ist, was steht denn da drin, Mora? Hier, und endlich befasst ihr euch damit. Und Mora gibt den Zettel an die anderen. Dann liest den Astanio einmal durch. Gut, kleiner Mann, dann haben wir jetzt folgendes Problem. Also wenn das nicht Jandrik ist... Wie bitte? Kriegvoll. Kriegvoll. Ja. Ah, okay. Dann, kleiner Kriegvoll, haben wir ein Problem. Großer Kriegvoll. Großer Kriegvoll natürlich, verzeih mir. Wenn dich nicht Jandrik, was du ja sagst, nicht beauftragt hat, hat dich ja offensichtlich wer beauftragt, der uns nicht wohlgesinnt ist, richtig? Und dann müssten wir dich ja leider einsperren. Ich kenne das so ganz schöne, kleine, aus eisernen und Steinen gefertigte Käfige. Da wächst nichts. Ihr wollt mich einsperren? Typisch Magier. Nein, du bist ja offensichtlich ein Feind von uns, oder nicht? Warum sollte jetzt ein Feind sein, wenn er uns eine solche Nachricht zukommt? Dein Feind hätte ich schon längst deine Bücher gegessen. Hättest du nicht, das würde ein bisschen Kannibalismus neigen, weil Bücher sind aus Papier und Papier ist aus Holz. Ja, manches Holz ist ziemlich lecker. Ja, klar. Also, wer hat dich denn geschickt, wenn es nicht Andrek war? Mein Freund. Und wer ist dein Freund? Wie heißt der? Das darf ich nicht sagen. Warum nicht? Weil wir Spione sind. Es ist Jandrik. Okay, ja. Wer hätte es gedacht? Das habe ich nicht gesagt. Der einzige Spion, den wir hier kennen, ist Jandrik. Vielleicht noch Mora. Und Kriegvoll. Er hat es gerade bestätigt. Habt ihr gehört? Ja. Hä? Er hat ja schon vorher gesagt, dass er ein Spion ist. Du hast ja gesagt, und Kriegvoll. Ja, ich bin ja auch ein Spion. Ja, genau. Und Kriegvoll. Ja. Jandrik und Kriegvoll. Hä? Jetzt lass den kleinen Großen doch mal. Astanio grinst sich einfach einen ab. Das ist wirklich wichtig. Das ist eine sehr, sehr gute Information. Ich hab gewusst, dass du böse bist. Schaut Jan Astanio böse an. So böse bin ich jetzt auch wieder nicht. Verrückt. Es ist sowas von Jandrik. Und Astanio. Das habe ich nicht gesagt. Und Astanio versucht so etwas, die Magier haben so Eigenheiten, dass die während der Studien immer so eine Mischung aus getrocknet,
Trauben und Nüssen und sonstigen etwas zu sich nehmen. Und da, davon hat Astanio jetzt ganz viele in der Tasche. Und gibt ihm so eine getrocknete Traube. Und hält ihm sie hin. Soll ich damit essen? Ich habe gerade schon eine Beere gegessen. Probier mal. Später. Ich kann auch gerne vorkosten, wenn du möchtest, wenn du glaubst, dass ich dir was schaden möchte. Mach mal. Astanio nimmt eine andere und nimmt die, die er ihm gerade angeboten hat und isst sie und gibt ihm dann die andere. Ich bin gerade nicht hungrig. Wenn du es dir später wieder überlegst, frag einfach. Jedenfalls. Und Mora pocht weiter auf das Dokument. Ja. Lucatus von Kemet ist anscheinend mit seiner Leibgarde unterwegs und nicht mehr in Altsol. Das ist die Quintessenz dieser Nacht. So liest sich das. Und er hat Kämpfer angeworben für einen Kriegszug. Mhm. Und diese Arnhild ist jetzt erstmal in seinem Namen Statthalterin. Oder? Ja. Das stimmt, ja. Wohin sollte er reisen, wenn er doch weiß, dass ein Herzog... Versteckt er sich nur? Ist er so feige? Das glaube ich nicht. Ein guter Stratege, ja. Ich meine, er hat jahrelang die Boronskirche geleitet, beziehungsweise den Golgarithenorden so. Er wird wissen, was er tut. Die Frage ist, wo er mit dem Heer steht. Was ist, wenn er zu Borondria will? Dann sollten wir ihr Bescheid geben, dass da etwas kommt. Die Frage ist nur, aus welcher Richtung. Also müssten sie Späher aussenden. Naja, Trollzacker oder so. Wenn das ein Tross aus 20 Waffenknechten ist, dann wird man den ja wohl erkennen. Aber weißt du offensichtlich nicht ohne Leibgarde. Ja, aber es ist hier eindeutig, dass auch für einen Kriegszug Leute, Kämpfer angeworben wurden. Ja. Es ist mit Gegenwehr definitiv zu rechnen. Das einzige Problem wird werden, zu erklären, woher wir dieses Wissen haben. Wenn wir es denn weitergeben wollen. Ich denke, Borondria wird damit umgehen können, dass hier Nachrichten abgefangen werden. Ja, das stimmt allerdings. Ach ja. Also, wir versuchen, bei ihr sprechen zu können. Ich würde es sonst ungern irgendjemandem anders sagen. Vielleicht noch Bestalia, aber... Naja, da es jetzt auch in den Ohren von Astanio war, wird auch Frau Rattel davon hören. Das heißt, so lange wird das Ganze nicht mehr geheim bleiben. Also Frau Rattel wird da definitiv davon hören. Und es muss ja auch gar nicht geheim bleiben. Ach, Manno! Ihr neugierigen Nasen! Ja, tut mir leid, aber wir sind doch Freunde von Jandrik. Wir dürfen sowas wissen. Er ist dieser Jandrik, von dem ihr redet. Ein Spion. Ein ganz, ganz böser Spion. Asanio grinst. Ach, ihr mit ihrer Querunde. Na egal. Querelen. Du hältst ihn für böse? Aha. Das heißt, er sagt jetzt nichts mehr und grinst ihn einfach nur an. Der hat sie nicht alle, oder? Guckt Richtung Osko. Und zeigt mit dem eigenen Zweig auf Astanio. Ich halte mich aus eurem Gespräch da raus. Schade. Bist du mal noch der am meisten mit meinen Freunden hier macht? Ja, und dafür auch nochmal danke, wenn die wirklich von dir sind. Ich hatte Langeweile. Und du warst so traurig. Wenn du öfters mal Langeweile hast, ich könnte dich dann gut gebrauchen.
Für was? Für einen Spion? Für Bären. Bären? Die kann man immer gut gebrauchen. Ja. Schmecken lecker. Nicht nur das. Aber zurück zu dem Brief jetzt hier. Mhm. Wir reden gleich weiter. Ja. Ja. An wen tragen wir die Informationen eigentlich? Habe ich so einer wandelnden großen Metallkreatur abgenommen? Ja. Einer Metallkreatur? Sah die ungefähr so aus wie wir? Zwei Arme oben, ein Kopf oben. Mhm. War das dunkles Metall oder war das hell? Dunkel. Oh. Kennst du das, Osko? Ich habe keine Ahnung, von was es spricht. Ja, dunkle, große Metallmänner. Vielleicht jemand aus von der Drachengarde. Ah. Weiß. Ja. Er ist so schlau. Wo war der Metallmann? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist wichtig. Bisschen weiter weg von hier? Weiß nicht, ist es so schwer einzuschätzen, wenn ich auf der Linie reite. Ist es denn weit, die Linie entlang? Ich sag ja, es ist schwer einzuschätzen. Wenn ich in die Linie eintauche, dann tauche ich woanders wieder auf. Ach, dann in welche Richtung verläuft die Linie? Richtung Osten. Da lang. Also sie läuft quasi durch euch durch gerade. Immer so durch. Das Tanio zeigt so... Ein kleiner... Großer, Entschuldigung. Großer Spion. An was erinnerst du dich noch? Waren da in der Gegend ein Wald, ein paar Berge oder irgendetwas anderes, woran man sich erinnern könnte? Gut. Hier gibt es nicht so viel Zeug, was wächst. Das ist ganz gruselig. Ja, das stimmt. Aber kannst du dich an irgendwas Großes erinnern? Hast du in der Ferne irgendeinen Berg gesehen oder so? Oder eine Stadt, eine Menschenstadt? Ein Pilzkreis. Einen Pilzkreis. Vielleicht etwas, was größer ist? Noch größer als ein Pilzkreis. Wie groß waren denn die Pilze? So. Dann größer als der Pilzkreis. Also sowas achte ich nicht. Ach, verdammt. Ich hatte ja eine Mission. Und da solltest du eigentlich immer aufmerksam sein. Bei einer Mission musst du doch immer wissen, wo du dich genau befindest. Warum? Das könnte wichtig sein. Nein, das war nicht Teil der Mission. Aber vielleicht könnte es ja Teil einer nächsten Mission sein. Dann mache ich das beim nächsten Mal. Was war denn Teil der Mission? Das darf ich nicht verraten. Das macht gute Spione nicht. Aber wir sind ja deine Freunde, oder? Noch nicht. Besonders der da hinten nicht. Zeig zur Richtung Astanio. Aber wir sind Jandriks Freunde, also sind wir auch deine Freunde. Wer ist dieser Jandrik? Ist ja auch egal. Wir müssen nur ganz dringend wissen, wo dieser Metallmann war. Weil das könnte Gefahr für uns alle bedeuten hier. Wieso? Sagen wir doch auch ganz viele Metallmänner hier. Ja, das sind aber, die sind von anderen. Die haben auch ganz viel Metall. Das stimmt, aber sagen wir, die schwarzen Metallmänner sind etwas unfreundlicher. Deswegen setze ich mich auch bei ihr nicht auf die Schulter, das ist nicht so schön. Ich verstehe. Lieber bei Mora. Ich mag Rüstungen nicht so. Oder bei Osko. Zu laut, bei zu Osko. Schwer. Oder beim alten Mann. Aber jetzt nicht mehr beim alten Mann. Der guckt zu böse. Ich guck doch gar nicht böse.
Der nicht? Guckt immer so böse. Sein Gesicht wurde verhext. Oh. Wie traurig. Dafür kann er nichts. Ja, irgendwie schon. Wenn ich das gewusst hätte. Dann was? Oh Mann. Vielleicht hätte ich dann mal was Gutes getan. Beim nächsten Mal sammelst du auch ein paar Beeren für ihn. Magst du Beeren? Ist schon alles gut, kleiner Mann. Ich bin dir nicht böse. Das machen keine gute Menschen, sind anderen nicht nachtragend. Und er zwinkert dem kleinen Ding zu. Eben noch nicht so viele Menschen. Nein, die besten hast du jetzt eh schon kennengelernt. Sicher? Weißt du. Na, fast sicher. Ich verstehe das immer noch nicht, was gute und was schlechte Menschen sind. Die, die dich nicht kaputt treten, sind wahrscheinlich die Guten. Ach, das könnt ihr gar nicht. Also ein Eisenkerl kann das, glaube ich, sehr gut. Er kann es versuchen. Apropos Eisenkerle. War der Mann alleine, von dem du die Schiffrolle gemobst hast? Oder waren da noch mehr? Also als ich es gemobst habe, war alleine. Und davor hast du den Mann beobachtet? Hab ihn gefunden. Gefunden? Er sollte ja suchen, nach Eisenkerlen. Aber wenn du sagst, dass er alleine war... Jetzt habe ich verraten, was meine Mission war. Gefunden hast. Ihr seid viel zu klug für mich. Aber wenn du diesen Kerl, Eisenkerl gefunden hast, als du ihn gefunden hast, war er alleine. War er vorher mal nicht alleine, als du ihn schon gesehen hast? Gab es mehrere von so Eisenmännern, die zusammen unterwegs waren? Ihr seid doch immer in mehreren Leuten. Nicht immer. Es gibt hängt auch doch so, immer alles zusammen rum, ihr Menschen. Es gibt auch manchmal so Botenreiter, die sind wie du. Die reisen auf Straßen, hat nicht... diesem Strom, aber auf diesen anderen, auf den unseren Straßen und reist da alleine. Botenreiter? Was sind denn Botenreiter? Es ist sowas wie du bringst ja auch Botschaften, Nachrichten. Die bringen Zettel hin und her. Ihr reitet auch auf Katzen. Ich glaube, wenn wir auf Katzen reiten, ich glaube, dann gibt es die Katzen nicht mehr. Wir reiten auf Pferden. Es gibt auch große Katzen. Auf den können wir aber nicht so gut reiten. Ich glaube, die werden uns, bevor wir die reiten, eher in Stücke reißen. Warum sollten sie das denn machen? Weil wir fressen sind für die. Genau das. Und sie sind auch, wären auch noch zu klein, um uns zu tragen. Ist schlecht für euch, ja. Darum benutzen wir lieber Pferde. Die mögen uns meistens. Wenn wir sie gut behandeln. Das sind so große Tiere auf vier Stelzen, vier Stämmen. Das ist vielleicht aus der Perspektive. Doch, davon habe ich einige gesehen da draußen. Die haben hinten, ja, so. Hast du die bei dem Mann gesehen? Haare dranhängen. Was? Hast du einige von denen bei dem Eisenmann gesehen? Kannst du schätzen, wie viele das waren? Mehr als wir? Bestimmt. Zweimal so viele wie wir? Habe ich mir nicht so gemerkt. Ich sollte ja nur finden und Informationen suchen. Und das hast du auch gut gemacht. Jetzt habe ich schon wieder verraten, was ich sollte. Du bist trotzdem ein guter Spion. Nein, bin ich nicht. Ich habe viel zu viel schon verraten. Und ich wurde erwischt. Nur weil ich das Goldstück haben wollte. Ja, Gier ist manchmal auch eine Last. Naja. Ganz schön gemein, Mora. Woher kennst du eigentlich meinen Namen? Oder Oskos Namen?
Ich krieg viel mit. Eben genannt? Astanio? Ja, genau. Der guckt genau, richtig, an. Ja. Mhm. Ich weiß Nein. es aber gerade nicht. Nein? Ich habe niemanden beim Namen genannt. Tja. Schlecht für dich, kleiner Mann. Sein Spion macht seinen Job manchmal gut, manchmal nicht so gut. Nicht so schlimm, du hast uns auf jeden Fall weitergeholfen. Das ist wirklich wichtig. Und wir werden Jandrik die Nachricht natürlich auch zukommen lassen. Wer ist denn dieser Jandrik? Ich glaube, das kannst du dir sparen, mein Kleiner. Hä? Der, zu dem du ins Fenster gesprungen hast und bist im Dorf noch und mit dem, der dir die Mission gegeben hat. Schau dich jetzt ganz schockiert an. Welche Mission? Und warum weißt du was davon? Naja, das heißt, er sollte ja in irgendeinem von Handverlebenden den Auftrag bekommen, suchen zu gehen. Informationen. Naja, warum weiß ich davon? Ich war auf unserem Zimmer, auf meinem Zimmer im Gasthaus und als ich rausgegangen bin, streunte eine Kerze über den Flur. Und sie hat mich verraten. Die Katze sah aus wie die Katze. Ich habe niemandem davon erzählt bisher. Geheimnistragendes Metallfrau-Ding. Ja, Entschuldigung, es ist mir rausgerutscht. Das ist irgendwie die. Ja. Ich bin noch nicht so gekommen, dass ich es auseinanderhalten. Du bist ein lustiges Kerlchen. Ja, Männer sind meistens die, die ich im Gesicht mehr Haare haben. Meistens. Ja. Öfters hier so. Ja, jedenfalls war das die Katze, die auch schon im Weinkeller rumgestreunt ist und ich bin ihr hinterher und habe sie dann ein Fenster verschwinden sehen und Jandrik hat dann mit sich selbst geredet, gefühlt so wie du eben auch, bevor wir ihn gehört haben. Bestes Reittier. Ist ein wirklich schönes Tier, ja? Noch ein bisschen zerzaust. Das zerlauste Tier, was mit uns in der Maischerei gesessen hat? Ich meine ja. Ja, doch. Ja, ja. Nur war sie da nicht mehr ganz so zerlaust. Das heißt, du belauscht uns schon eine ganze Weile, großer Kriegfuhl. Klopft sich auf die Schulter. Ich glaube, wir müssen mal ein Hütchen rupfen mit Jandrik. Wer ist dieser Jandrik? Ich gehe natürlich immer davon aus, dass er uns belauscht. Aber jetzt schon Elementare und Katzen dafür? Das muss er mir zeigen, wie er das gemacht hat. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wer? Ja, du und der Spion. Der andere Spion? Ja. Der saß einmal in meinem Haus. Gut, oder nicht? Nein. Wie kam das denn? Weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. In deinem Haus? Mhm. Oder auf deinem Haus? In meinem Haus. Wie schaut so ein Haus bei dir aus? Naja, bunt und grün und blau und... Also hast kein Dach. Ein was? Ein Dach. Was ist das? Naja, etwas, damit kein Regen auf dich drauf fällt. Hä? Wenn du in deinem Haus bist. Das ist ja völlig unsinnig. Kannst du nach oben schauen, da ist der Himmel? Na klar. Ja, du hast kein Dach. Hä, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist so eine menschliche. Warum sollte man den Regen abhalten? Dann wächst doch gar nichts mehr. Wofür das notwendig ist, kann ich den anderen mal erklären. Ihr seid komisch. Lass dich mir von einem Stöckchen sagen. Entschuldigung. Kriegfuhl. War das gerade eine Beleidigung? Ist Stöckchen eine Beleidigung? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht so gut einschätzen, was bei euch Beleidigungen sind und nicht. Ja, also das sieht so aus wie ein Stöckchen. Also ein Stöckchen ist bei uns etwas sehr Edles und Erhabenes. Er lügt.
Ein Stöckchen ist halt ein Stöckchen. Ist ja auch ein Magier. Moro hebt auch vom Boden so einen kleinen so einen Grashalm, so auch so einen verdorrten Stock ab. Du siehst für mich ungefähr so aus. Edel und erhaben. Danke. Okay, ja. Warum hat er dann gelogen? Hat doch genau das gleiche gesagt. Ach, Mann, das ist echt kompliziert mit dir. Ja, mit euch ist das auch nicht gerade einfach. Hast du darüber verhandelt, was Jandrik dir bezahlt? Wer ist dieser Jandrik? Genau der. Ich meine, du lässt dich doch bezahlen, oder? Du kriegst doch irgendeine Gegenleistung, oder? Klar. Hast du mal überlegt, dich besser bezahlen zu lassen? Noch besser? Was hast du anzubieten? Ah, jetzt sprichst du meine Sprache. Dafür müsste ich ja erstmal wissen, was er dir geboten hat. Wer? Genau den, den du nicht kennst. Jandrik. Den kenne ich nicht. Genau. Aber du wirst doch von jemandem bezahlt. Und wie er heißt, ist jetzt auch mal ganz egal. Was gibt er dir denn? Das ist geheim. Das ist aber eine schwierige Ausgangslage, um dir ein gutes Angebot zu machen. Kannst ja von dir aus ein Angebot machen. Was möchtest du denn bezahlt bekommen, um für mich zu arbeiten? Das müsste ich mir erst noch überlegen. Ich kenne dich noch nicht gut genug. Überleg's dir. Ich bin sehr... Ich sag mal, Geschäfte mit mir könnten sehr lukrativ sein. Je nachdem, wie du dich bezahlen lassen möchtest. Und dass du sehr gute Informationen hast. Können wir unter Krickful und Mora sprechen? Weil meine Geschäfte sind ja geheim. Bin ja Spion. Entschuldigt ihr uns kurz mal? Braucht sie das Monokel dann noch oder bleibst du ihr dann sichtbar? Oh, was, wie? Monokel? Astanio nimmt das Monokel weg. Die anderen konnten ihn vorher auch schon sehen. So. Nachdem sie ihn gesehen hatten, als er sich ja materialisiert. Dann wird das dann vorsichtig Morat die Hand hinstrecken, damit er rübersteigen kann. Ja, sie nimmt ihn so. Ja. Gut. Und, husch, husch, raus! Achso, ich weiß, ihr geht gerade raus. Okay, dann lass uns rausgehen. Ihr seid im Frauenzelt, also. Ja, genau, ihr seid im Frauenzelt. Lass uns rausgehen. Sanne zeigt so auf Elena und. Egal. Wir dürfen gar nicht ins Frauenzelt. Jetzt tu noch so, als könntest du wirklich unterscheiden, was eine Frau und was ein Mann ist. Mir sagen die beiden Begriffe auch gar nichts, aber gut. Also wenn jemand fragt, dann weißt du nicht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Weiß ich ja auch nicht. Was bist denn du? Das ist jetzt ganz egal. Du bist Mora. Genau. Und falls jemand fragt, den Namen kennst du auch nicht. Doch. Nein. Was kriege ich dafür? Jetzt sprichst du meine Sprache. So, was willst du denn dafür? Information. Bin ein Spion. Also ein Quid pro Quo. Darauf lasse ich mich gerne ein. Mhm. Sagen wir einfach, du darfst gerne weiter für Jandrik spionieren. Und alles, was du an ihm an Informationen bringst. Wer ist dieser Jandrik? Genau der. Ist mir auch vollkommen egal, weil ich krieg doch eh raus, was er da treibt. Aber du könntest mir erzählen, mit wem Jandrik spricht. Aha.
wenn ich den Jandrik kennen würde. Genau. Ich zeig dir diesen Jandrik mal. Ja, zeig mir mal. Wenn er später kommt, du wirst ihn erkennen. Ist der nett? Manchmal, ja. Gut. Dann gerne. Und es gibt hier so ein paar Personen. Vielleicht kannst du ein Auge für mich auf sie werfen. Da gibt es eine Frau. Sie hat immer sehr dunkle Kleidung an und ist sehr dürr. Ach, du weißt nicht, was Frauen sind. Ich kann dir zeigen, in welchem Zelt sie ist. Ja, dunkle Kleidung ist sehr kompliziert. Hier haben ganz viele dunkle Kleidung. Sie ist sehr dünn. Und sie ist sehr selten alleine. Was ist der Name? Oder irgendwas Persönliches von ihr? Borondria. Borondria. Kann ich mir merken. Ich möchte, wenn sie alleine mit Menschen spricht, wissen, worüber sie gesprochen hat. Und ich möchte, dass wenn Jandrik mit dir spricht, dass du mir auch davon erzählst. Ja, und jetzt muss ich nur noch wissen, wer Jandrik ist. Genau der. Und jetzt sagst du mir, was du dafür haben willst. Oder sagen wir, du kannst mich immer etwas fragen, wenn du mir eine Information gibst. Dann kriegst du auch Information. Ich habe erstmal eine Frage. Gerne. Um guten Willen zu zeigen, vielleicht erstmal eine umsonst Frage beantworten. Ein kleiner Vorschuss mag ja nicht schaden, wenn deine Frage nicht so kostbar ist. Oder die Information, die du damit erlangen möchtest. Machst du öfter Fehler? Oh. Das ist eine gute Frage. Um das einschätzen oder das beantworten zu können, müsste ich es einschätzen. Ich versuche sie zu vermeiden, sagen wir es mal so. Also machst du nicht gerne Fehler? Ich mache sehr ungerne Fehler, richtig. Warum denkst du, dass ich Fehler mache? Habe ich schon gesehen, wie du Fehler machst. So? Interessant. Was habe ich getan? Ja, Fehler. Aber welchen? Großen Fehler. Daran würde ich mich erinnern. Ah, ihr vergesst, wenn ihr Fehler macht. Oder ich habe es nicht als Fehler erkannt und du bist das kann nicht sein, klüger dass als mich. Es muss etwas sein, was mir entfallen ist oder was ich nicht als solches erkannt habe. Aber du hast es erkannt und deswegen ist es wertvoll für mich. Mhm. Sag mir doch, was für einen Fehler habe ich gemacht? Einen großen Fehler halt. Ich habe dir eine Frage gestellt. Eine Information möchte ich jetzt. Quid pro quo? Naja, diese Information hat etwas mit meinem Auftrag zu tun. Ich kann das nicht einfach so erzählen. Ach, das wird jetzt aber anstrengend. Deine Vertrauensbeziehung beginnt aber auch anders. Dann muss ich erst Rücksprache halten mit meinem Freund. Der nicht Jandrik heißt, richtig? Natürlich nicht. Wer ist dieser Jandrik? Genau der. Redest ziemlich oft von diesem Jandrik. Und du redest gar nicht von ihm. Ja, ich kenne ihn ja auch nicht. Hast du schon mal einen Fehler gemacht mit diesem Jandrik? Nicht, dass ich wüsste. Verstehe. Ich glaube, ich muss mal mit Jandrik sprechen. Hast du denn gerne Fehler mit Jandrik? Also wenn du mal einen machst?
Ich glaube, ich habe ein Hühnchen mit diesem Jandrik zu rupfen. Und das hier, und sie nimmt jetzt diesen kleinen Zettel raus mit den Initialen und dem Herzchen. Ist das ein Fehler? Nein, es ist ein Geschenk. Interessant. Hat er dich dazu angestiftet oder war das deine Idee? Meine Idee. Das heißt, du kennst den Jandrik. Wen? Ja, richtig, genau den. Schön, schön. Gut, ich glaube, das soll es fürs Erste gewesen sein, Kriegfuhl. Ich danke dir. Naja, ich kriege ja auch noch was anderes. Für die Aufgabe mit dem Beobachten, nicht wahr? Natürlich. Für jedes Mal, wo du mir etwas erzählst, erzähle ich dir etwas. Ja, das bringt mir aber nicht viel. Du wolltest Informationen. Ja, das war ja umsonst. Nein. Willst du jetzt dein Wort brechen? Nee, ich würde gerne... Nachverhandeln? Nachverhandeln. Oh, das ist immer sehr teuer, das weißt du? Mhm. Was willst du? Ich möchte was, was dir nicht gefällt. Naja, das kann ich doch erst beurteilen, ob mir das nicht gefällt, wenn du es mir gesagt hast. Du hast es ja schon gesagt, dass dir das nicht gefällt. Ich möchte, dass du einen großen Fehler machst. Dann erzähl mal. Vielleicht lasse ich mich ja darauf ein. Habe ich doch gerade gesagt, du sollst einen großen Fehler machen. Was ist denn ein großer Fehler, Kriegfuhl? Ja, das musst du doch wissen. Hat es Jandrik gesagt? Wer ist dieser Jandrik? Also hat es Jandrik gesagt. Ich muss ein Hühnchen mit diesem Mann rupfen. Und du glaub nicht alles, was Jandrik sagt. Was hat Hühnchen immer damit zu tun? Die sind strunzendoof, diese Hühnchen. Ja, auch das, aber das sagen Menschen so. Aber deswegen sollte man sie nicht rupfen. Man sagt, wenn man eine Streiterei hat, dann ruft man ein Hühnchen mit einem Menschen. Aber wir haben noch gar keine Streiterei. Naja, aber vielleicht habe ich bald eine Streiterei mit Jandrik. Warum? Weil er jetzt einen Fehler gemacht hat. Hat er? Während ich weg war? Er macht andauernd Fehler. Wirklich? Ja, schon. Dann hat er mich weggeschickt. Das ist ja ziemlich gemein. Man kann ja nicht bei allen Fehlern dabei sein, oder? Ja, aber das war doch die Abmachung. Ah, verstehe. Gut. Ich gehe jetzt mal wieder zu den anderen. Ich musste noch einen Wein besorgen. Das bin ich den anderen noch schuldig. Machst du jetzt einen Fehler oder nicht? Wahrscheinlich noch Dutzende. Das wäre schön. Auch wenn du das nicht magst. Aber ihr müsst echt an eurer Körpersprache arbeiten. Körpersprache? Das muss ich mir von dir sagen lassen? Ihr seid echt schwer zu lesen. Gleichfalls. Ja, wenn ihr so große Fehler macht und das dann scheiße findet, dann sieht das trotzdem so aus, als ob große Fehler ganz, ganz Tolles sind. Wie sieht das denn genau aus, wenn man Fehler macht? Meinst du, ich soll jetzt einen Fehler machen oder was? Nein, vielleicht kannst du mir, ich glaube, wir reden ein wenig aneinander vorbei. Warst du dabei, als er einen Fehler gemacht hat? Hab ich gesehen, ja. Was genau hat er getan? Einen großen Fehler. Ja, aber was hat er dabei getan? Körpersprache. Soll ich vormachen? Ja. Guckt sich so. Schwer. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ist auch ein bisschen peinlich, deswegen wollte ich ja auch
erstmal Recherchen anstellen. Das funktioniert. Glaube, ich kann das nicht vormachen. Trau dich. Wenn sie andere getan hat, dann wird es ja wohl nicht so wild sein. Oder sehr. Dann will ich es noch umso mehr wissen. Ja, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Mach ja das keine großen Fehler. Und dann weiß ich gar nicht, wie das richtig funktioniert. Ich habe es nur mal gesehen. Dann tu so, als würdest du es machen. Aber ich weiß nicht, wie. Deswegen muss ich doch Recherchen anstellen, damit ich weiß, wie das geht. Okay, gut. Deswegen so sollte die andere das ja vormachen. Ich muss noch mehr mit Jandrik reden. So, jetzt zu den anderen. Du musst mir das auch vormachen. Das werden wir noch sehen. Und sie geht mit ihm auf der Hand oder in dem Humpen wieder zurück zu den anderen. Es könnte mir gefallen, hier rumgetragen zu werden. Das ist irgendwie erhebend. Sie setzt den Humpen wieder auf das Spiel der Kamele zu den anderen. Ich glaube, Jandrik hat Geheimnisse vor uns. Das wie meinst du das? Also Geheimnisse, von denen ich noch nichts weiß. Er hat anscheinend einen großen Fehler getan. Und ich auch. Und krieg wohl nicht rausrücken. Was? Großen Fehler. Ja, genau. Großen Fehler? Was denn für ein selbst Fehler? Selbst gesagt, großer Fehler. Was hast du denn mit Jandrik gemacht? Ich habe nichts mit ihm gemacht. Aber er meint ja, dass ihr beide einen großen Fehler gemacht habt. Aber ich weiß nicht, ob wir es gemeinsam diesen großen Fehler gemacht haben. Haben wir diesen großen Fehler gemeinsam gemacht? Klar. Und du weißt nicht, was du für einen Fehler gemacht hast? Und nicht einzeln? Und unabhängig voneinander? Weiß ich nicht, ob ihr unabhängig voneinander Fehler machen könnt. Es wirkte nicht so, als ob ihr das könnt. Ich habe das Gefühl, man kann so große Fehler nur mit bestimmten Leuten machen. Okay. Zumindest ist das mein Stand meiner Recherche. Wie mit bestimmten Leuten? Das weiß ich noch nicht. Dafür brauche ich noch mehr. Also ich sehe das nicht so oft. Könntest du mal einen großen Fehler machen und mir das zeigen? Dafür müsste ich wissen, was ein großer Fehler ist. Ach, du weißt das gar nicht. Dann weiß nur Jandrik, wie es ein großer Fehler ist. Also man muss diesen großen Fehler zusammen machen. Dann beschreib doch mal, was die Leute bei diesem großen Fehler tun. Wie sie sich verhalten. Naja, die sind dann so voreinander. Hebt so seine zwei Zweige so und verknotet dann so die Zweige ineinander. Okay, Astani stellt sich dann einfach mal vor Elena und umarmt sie. Ist das, was du meinst? Ja, das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Ja. Osko fixiert Mora. Ja, weiter. Das sieht gut aus. Astani drückt das Elena nur fester. Hey, sag mal, es ist unangenehm. Du musst wieder ein bisschen lockern. Ah ja, also die einen machen das nicht gerne und die anderen machen das gerne. Ah, ja. Also er hat jetzt etwas festgedrückt. Ich bin noch etwas lediert vom Kampf. Was? Er meint den Kuss. Jandrik hat den Kuss als großen... Ein Kuss? Oh, ja. Mora dreht sich um und verschwindet. Und da geht sie hin. Wer kann es verdenken? Oh Mann, Junge, was hast denn du da wieder für eine Scheiße angefangen? Hallo? Das mit dem Fehler machen ist ja auch peinlich. Das als.
das als Fehler zu betiteln, ist manchmal eine ganz, ganz böse Sache, weil das ist eigentlich kein Fehler. Aber das hat er gesagt, dass es ein Fehler war. Das sagte Jandrik, dass es ein Fehler ist. Das sagte Jandrik, aber weißt du, wenn normalerweise ist das kein Fehler und das macht man mit jemandem, den man sehr, sehr gerne hat. Und wenn dann die eine Person sagt, das war ein großer Fehler, ist das sehr, sehr verletzend. Aber warum sollte man das sagen? Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir nicht, warum Jandrik das gesagt hat. Aber darum ist sie jetzt wahrscheinlich sehr traurig. Oder sehr sauer und sucht jetzt gerade Jandrik. Also in seiner Haut möchte ich gerade nicht stecken, sagen wir es mal so. So oder so nicht. Ja. Nein. Also ist Fehler machen was Schlechtes? Also Fehler an sich sind was Schlechtes, aber das jemand anderen zu küssen, den man gerne hat, das ist kein Fehler. Das ist etwas Schönes. Wobei es auch nicht immer schlecht sein muss. Wobei es auch nicht immer schlecht sein muss, einen Fehler zu machen. Aus Fehlern kann man ja auch lernen. Also er hat gesagt, er möchte den Fehler auf jeden Fall nochmal machen. Dann hat er nicht draus gelernt. Naja, dann ist es aber gut. Es ist jetzt natürlich schlecht, dass Morat das jetzt nicht hört, aber vielleicht kriegen sich die zwei noch irgendwie gefangen. Oskar bereitet schon mal Sachen gegen Kopfschmerzen vor. Ich glaube, Jandrik kriegt der Bratpfanne an den Kopf. Die Bären habe ich ja schon, also alles gut. Ja, gut. Nein, das darf nicht passieren. Dann weiß er doch, dass ich meinen Auftrag ausgeplaudert habe. Aha. Ja, ihr seid alle total schlau und habt mich durchschaut. Ja, ich bin ein schlechter Spion. Ja, nein, das bist du nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, mein Kleiner, das ist etwas, was die beiden unter sich ausmachen können. Da kannst du nicht viel dran tun. Das war Teil des Deals. Ich muss da mitgucken. Bin nur deswegen hier. Ich wollte das studieren. Was wolltest du studieren? Ja, was das ist. Was? Ja, Fehler machen. Du meinst den Kuss? Ja. Aber das hat doch Astanio vorhin schon gesagt. Wie gesagt, wenn zwei Leute sich sehr, sehr, sehr gern haben, dann küssen sie sich eben. Und warum läuft die jetzt wütend weg? Das ist irgendwie. Weil Jandrik gesagt hat, dass das ein Fehler war. Ja, ich verstehe das ja nicht eben. Warum läuft man weg und warum sagt man Fehler, obwohl das was anderes ist? Ich brauche mehr Information. Nun, schau mal her, Kleiner. Stell dir jetzt mal vor, ich gebe dir die Rosine. Ja? Mhm. Du isst die Rosine? Asalio, steck dem kleinen Männchen die Rosine zu. Dankeschön. Und jetzt stell dir mal vor, du isst die Rosine und sagst mir, dass das Beste war, was du jemals gegessen hast. Mhm. Und dann gehst du zu Oskar und sagst, die Rosine war absolut eklig. Warum sollte ich das machen? Weil du mir nicht die Wahrheit sagen wolltest, beispielsweise. Weil du mich nicht verletzen möchtest, indem du mir das sagst. Warum solltest du dich verletzen, wenn ich sage, dass ich Rosinen nicht mag? Gehen wir davon aus, dass wir das tun. Ja, gehen wir mal davon aus. Und dann kommt Oskar zu mir und sagt, warum gibst du Krickfuhl eklige Rosinen? Dann fühle ich mich von dir verletzt. Ihr Menschen seid echt kompliziert, kann das sein? Das ist gar nicht so einfach, ja. Definitiv ja. Also einmal gibt es dieses männlich und weiblich, total unausgegoren und komisch und keiner weiß, wer was ist. Und dann gibt es dieses Küssen, was die einen nicht mögen, und dann sind sie sauer, weil sie nicht sagen, dass sie das gerne mögen oder nicht mögen. Astanio, mach das doch noch mal vor. Ich muss das noch mal genauer gucken. Helena guckt von ihr rüber, schielt über den Kranz von ihrem Krug. Du bist jetzt eine Frau, Mastani, oder? Sieht die Augen hoch.
die Augenbrauen hoch. Nein, ich bin keine Frau. Ah ja, dann bist du Mann. Das andere ja. Halt, ne? Okay. Mhm. Gut. Astaldo, schießt du zu Elena rüber? Vergiss es. Ey, ich bin gerade nicht in Stimmung. Ich glaube, ich habe ein bisschen was verstanden. Ich glaube, das ist ein Spielchen, oder? Nicht ganz, aber das Schauspielchen möchte ich mir jetzt gerne ansehen. Und Osko setzt sich hin. Also die einen tun so, als ob sie das nicht mögen. Kann das sein? Das kann man nicht so sagen. Das kann manchmal der Fall sein, aber nicht immer. Sieht ein bisschen so aus. Guck mal in ihre Augen. Ist doch eine ihr, ne? Sie ist doch Frau, oder? Also kann man ja, auch küssen zwischen Männer und Männer und Frauen und Frauen? Natürlich. Prima. Dann ist das ja schon mal was, worüber ich nicht mehr in meinem Hinterkopf haben muss. Also geht zwischen allen Menschen. Perfekt. Ganz genau. So. Aber jetzt, wenn man da guckt, siehst du diesen Funken in den Augen? Sie ja. Sagt, vergiss es, und die Funken in den Augen sagen, mach. Da hast du auch vollkommen recht, weil für gewöhnlich entsteht ein Kuss in einer anderen Situation. Ein Kuss ist etwas sehr Persönliches, von Mensch zu Mensch. Persönlich. Also darf ich nicht zugucken? Das nicht unbedingt, aber... Ich kann mich auch wieder unsichtbar machen. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun gerade. Es geht einfach darum, es ist ein Moment, in dem sich zwei Menschen sehr nahe sind. Das kann sein, wenn andere Menschen dabei sind, wenn niemand anderes dabei ist. Das ist ganz unterschiedlich. Okay, warte, das kriege ich hin. Steigt runter aus seinem Becher und geht zu Astani und schiebt den so Richtung Elena. Los, drüber da! Kriegvoll? Mhm. Komm mal lieber zurück. Was denn? Ich versuche ihn nahe zu bringen. Komm mal her. Aber man kann so etwas nicht erzwingen. Das muss von beiden Seiten auch gewollt sein. Wieso? Er will doch und sie will auch. Sie sagt nur was anderes. Aber hast du nicht gerade gesagt, sie hat da so einen Funken in ihren Augen? Vielleicht möchte sie jetzt gerade in dem Moment nicht. Ich glaube, zwischen Mora und Jendrik war das einfacher. Ich suche sie wieder. Wenn du meinst. Kannst du mach du das doch mit Astanio. Hm. Das könnte ich machen, aber die Situation gibt es gerade nicht her. Oh mein. Ich habe noch viel zu lernen. Vielleicht möchte Ellen ja auch mit Osko. Ja? Elena verspritzt den Wein. Schaut Astanio böse an und wirft den Holzbecher nach ihm. Sonst geht's dir aber noch gut, oder? Ist dir der Wein zu Kopf gestiegen? Ich glaube, du sollst jetzt gehen, Kriegvoll. Such mal die anderen beiden. War der interessant. Ich kann die nicht leiden. Ach doch, aber wir sind nicht auf so einer persönlichen Ebene, dass wir uns gegenseitig küssen. Also ich habe schon mal geistig notiert, Becher werfen nach dem, den man mag, und dann... Also du bist ein herrliches Kerlchen. Stimmt nicht? Astaldo setzt sich ein bisschen beleidigt so ans Feuer. Nein. Also was ich schon mitgekriegt habe, dass man so Geschenke machen muss. Deswegen, weil Jandrik das nicht macht, habe ich das gemacht. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Man muss keine Geschenke geben. Habe ich bei den Soldaten aus dem Nachbarzelt rausgefunden. Gut, vertiefen wir das jetzt nicht weiter. Aber ja, das ist eine Möglichkeit. Okay. Stanio, aus dem Geschenk. Ich war vorhin gerade ein bisschen Bedenkzeit. Ein Beere. Beste Beere. Astaldo sitzt da ein bisschen schmollend am Feuer gerade einfach nur. Moment, bist du jetzt der Eingeschnappte? Ein Kriegvoll. Ist der. Okay, warte. Schlender drüber zu Elena. Ein Beere. Beste Beere.
Ich glaube, vielen lieben Dank für dein Geschenk, aber ich glaube, die sind bei Osko besser. Ist nicht von mir, ist von Astanio. Oh. Wir haben Augen im Kopf und Ohren, mit denen wir hören können. Ach, ich vergesse immer, dass ihr mich sehen könnt. Verdammt! Bringen Sie doch bitte einfach wieder zurück in seinen Beutel, in den Beutel, die Einbeere. Na gut. Aber vielen lieben Dank für deine Mühen. Ich sehe schon, ich komme hier nicht weiter. Gerade nicht. Vielleicht hast du bessere Chancen bei den Soldaten im Nachbarzelt. Ja, die habe ich ja schon begutachtet. Ja, aber wenn du den halt weiter verfolgst, wenn du das Geschenk verfolgst, vielleicht ging das Geschenk ja an eine Dame. Ich mag nicht so gerne wie euch. Tja. Die können auch nicht mit mir reden. Ich glaube, es ist auch besser, dass sie nicht mit dir reden. Und dann weiß ich nie, ob die das ernst meinen und ob das richtig ist, was die machen. Aber du kannst sie ja beobachten und ja, habe ich schon gemacht. Schaut's in die Runde. Uns davon erzählen, was du nicht alles, aber ob du halt so einen Fehler, einen Kuss zwischen denen und irgendjemand anderes beobachtet hast. Ganz viele. Oh je. Naja. Ja, also die beiden haben sich halt offensichtlich gern dann. Oder die und andere Menschen. So wie du und Astanio. Elena läuft so ein bisschen rot an. Das, im Feuerstein fällt das Licht nicht auf, aber Elena merkt, wieso dann kriegt wirklich das mit. Wer weiß. Aber ihr macht das nicht, so wie die. Astanio steht jetzt auf und geht vom Feuer weg. Aha. Wo läuft er hin? Das geht jetzt zu viel. Das wird jetzt zu persönlich. Das ist wie wenn ich Das wird einfach, das geht mir jetzt zu nah. Also ich glaube, wir haben genug über dieses Thema geredet. Ich will euch ja auch nicht in Verlegenheit bringen. Ja. Dankeschön. Tut mir leid. Ach, wird schon. Ich verstehe es nur nicht, wenn du begreifst. Ich glaube, ein bisschen verstehe ich, was dein Problem ist. Aber mir dreht sich gerade der Kopf von deinem Hin und Her zwischen dir und Mora. Also, und ein bisschen von also dem. Also, ich habe nichts zu schaffen mit euch. Bei uns Elementaren geht das ganz, gibt's das gar nicht. Darüber weiß ich nichts. Ja, gibt's nicht. Deswegen interessiert es mich ja auch so. Tja. Ja, ja. Ja, aber gerade ist es schlecht, glaube ich, da weiter drüber nachzuhaken. Ja, muss ja auch nicht. Vielleicht später. Ja, später mal. Weil ich beobachte das weiter, weil das ist höchst interessant. Ja, ja, ja. Hör bitte nicht uns. Ey! Ich suche Mora. Geh mal gucken, ob du Mora findest. Sollte einfach sein. Na dann. Versinkt im Boden. Und weg ist er. Eine seltsame Kreatur, nicht wahr, Osko? Ja. Ich muss gestehen, ich habe nicht gedacht, dass der Abend so verlaufen würde. Ich auch aber das nicht. War mal eine gelungene Abwechslung. Mhm. Ich frage jetzt nur jetzt, was wir damit machen. Damit, dass da wir an Borondira wahrscheinlich nicht rankommen, bis Dalia Bescheid geben, das ist und Astanio Ich glaube, ich sollte ihm vielleicht mal hinterhergehen. Lena grinst schief. Guck mal, ob ich ihn finde. Du kommst hier klar, ja? Also, wir bringen den Zettel dann morgen rüber. Sollten nicht noch irgendwelche Elementargeister auftauchen, wenn es bestimmt. Ja gut, wir sehen uns dann gleich später. Ansonsten eine gute Nacht. Ja. Die Lena wird gucken, ob sie irgendwie die Richtung, die erst an ihr verschwunden ist, gucken, ob sie ihn dann irgendwie antrifft, ob sie ihn irgendwo laufen sieht, Strom ansieht. Mastalio ist zurück ins Zelt.
Habt ihr da den Strom drum? Hm. Gut, dann geht's jetzt mal im Astanio. Bist du da im Zelt? Astanio antwortet dir nicht. Elena geht dann auch mal rein. Dann siehst du Astanio zwischen den Buchdeckeln sitzen und weiter in sein Notizbuch schreiben. Hey. Und? Wie läuft's? Das interessiert dich? Elena kommt näher und stellt sich vorhin. Ach komm, Entschuldigung, ich. Ach, alles gut, es ist ja nicht so, als ob ich es nicht gewöhnt wäre, ne? Hey, weißt du, es fällt mir schwer, das vor den anderen zu zeigen und ich selbst bin mir. Es fällt mir einfach schwer, das vor den anderen zu zeigen. Auch die Kreatur ist mir auf den Senkel gegangen. Sie legt ihre Hand auf die Schulter von hinten. Astanio dreht sich zu dir um. Ist dir eigentlich klar, wie schwierig es für mich ist, in dieser Gruppe irgendwann, irgendwie auch nur ein Fitzchen Anerkennung zu bekommen? Ist dir eigentlich klar, was es mit mir macht, dass mit mir hier umgesprungen wird, als wäre ich hier der gefühlslose Klotz? Das ist euch noch nie in den Kopf gekommen, kann das sein? Entschuldigung, das wollte ich. Ja, Entschuldigung. Das kann. Vielleicht einmal nachdenken. Ihr schreit mich ständig an, was ich für Fehler mache. Ihr seht nie, was ich für euch mache. Ich beschütze euch im Haus. Astanio, warum hast du einen Feuerball abgelassen? Ich versuche dir hinterher zu rennen, seit verdammten 17 Jahren. Ständig bin ich der alte, verrückte Mann. Ich habe die Schnauze wirklich voll. Wenn ihr nicht wollt, dass ich dabei bin, dann sagt es mir bitte. Damit stürmt Astanio aus dem Zelt heraus. Jetzt lässt er nicht mehr mit sich reden. Ich wollte gerade mit ihm reden, denkt sich so, sprecht Elena so leise zu sich. Und läuft dann hinterher. Astanio! Jetzt warte doch. Astanio stopft weiter aus dem Lager raus, so Richtung Fluss. Elena eilt ihm hinterher, lässt ihm aber ein bisschen und wird dann etwas langsam und beschleunigt und greift, schließt dann zu ihm auf und greift seine Hand. Astanio. Was? Ich wollte dich eben nicht als kalten, gefühlslosen Menschen darstellen lassen, aber so auf nicht auf Kommando zu kissen, das geht halt nicht. Das war. Und du tust so, als wäre das das Schlimmste auf der Erde, ne? Nein! Doch, genau das hast du getan. Genau das. Das ist genau das, was wir hier seit Wochen haben. Dann sag mir, was ist, wenn du das nicht möchtest? Okay, dann sag es mir aber endlich. Astanio, es ist das erste Mal, dass ich sowas. Dass mir klar wird, was ich für dich empfinde. Es ist. Ich hatte das noch nicht. Lena zieht ihn ran und küsst ihn einfach. Es ist so ein. Rückt ihn dann und hält ihn einfach in eine Weile im Arm nach dem leidenschaftlichen Kuss. So ist es.
Du weißt, dass ich dich mag. Und es ist einfach... Ich sage, es ist mir peinlich, das vor den anderen zu zeigen. Es ist halt einfach... In meinem Kopf, das ist nicht zum Bild einer... Lach mich aus, schlag mich, hau mich, eine Amazone passt, dass sie sich verliebt. Entschuldigung, das ist irgendwie nach 17 Jahren immer noch... Irgendwie immer noch drin, dieses... Ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber... Verstehst du eigentlich, wie sehr ich es versucht habe, in den letzten paar Monaten euch alle zufriedenzustellen? Astanio, lass das sein. Astanio, sei nicht aggressiv. Astanio, 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 Astanio. Was ist meinem damit, dass ihr mal anfangt, mal darüber nachzudenken, was ihr verbessern könnt? Warum muss es immer ich machen? Ich bin nicht fehlerfrei. Ja, das sind wir ja auch nicht. Ja, aber ihr tut so. Ich bin der Sündenbock und ich bin der Bocksack für die ganze Gruppe. Ich hab die Nase voll. Ob das Bayandrik ist, ob das Mora ist, ob das du bist oder ob das Osko ist. Ich versuche das zu machen, um euch den größten Scheiß zum Hals zu halten. Und wenn ich das nicht machen würde, rennt ihr mit so einem so gegen die Wand. Und Astanio zeigt mit einer Faust und einer offenen Hand, wie was dann passieren würde. Und dafür lasse ich mich schon seit Monaten, ohne auch einen Mucks zu sagen, auch noch von euch runterzwirbeln. Das, es geht einfach nicht mehr. Ja. Ich bin nicht euer Sündenbock. Bist du auch nicht. Und wie? Dann hört auf, mich so zu behandeln. Ich bin so kurz davor, Frau Rattel zu fragen, ob sie mich versetzt. So kurz. Bitte nicht. Ich hätte dich schon gerne dabei, wenn ich den Amazonen begegne, egal wann. Ich möchte das nicht alleine tun. Ich weiß nicht, ob ich alleine die Kraft habe. Und was passiert danach? Stell dir jetzt mal vor, sie verzeihen dir. Du bleibst da. Ich werde nicht da bleiben. Ich werde nicht da bleiben. Ich habe mich so entfremdet von denen. Ich bin zwar... Ich werde da nicht mehr glücklich werden, glaube ich. Und außerdem habe ich eine Tochter, die eine Hexe ist. Das... Und ich werde sie meiner Tochter garantiert nicht alleine lassen. Und du hast ja gesagt, dass wir zusammen... Der Gedanke gefällt mir, dass wir zusammen da sesshaft werden. Das meine ich ernst. Auch wenn du es mir nicht direkt glaubst. Die letzten 16, 17 Jahre waren... Ja, 10 Jahre waren wir, sind wir zusammen in Neu-Urkundacht gewesen. Waren schön, auch wenn ich es halt immer... nicht immer so gezeigt habe, weil ich mir einfach meine Gefühle nicht eingestanden habe. Ich war zu stolz. Ich hoffe, dass sich das jetzt bessert. Gut. Und auch hier jetzt in unserer Gruppe bessert. Dann habe ich eine Bitte an dich. Wenn wir in Altzoll waren und diese Brut da rausgemacht haben, gehen wir zum Travia-Priester. Travia. Astanio schaut dich mit ernster Miene an und verschränkt die Arme. Okay, aber Rondra Priester sollte auch dabei sein. Der kann aber leider, also wir können gerne einen Rondra Priester dazu holen, aber leider kann der uns nicht weinen. Doch, geht auch. Denn natürlich kann er das. Also bitte.
Lena wird so, wird halt auch kurz ernst. Osko könnte das übrigens auch. Okay. Dann machen wir einen Kompromiss. Dann macht das Osko. Der Gedanke gefällt mir, auch wenn er aus allen Latschen kippen wird. Und dann wird Jendrik mein Trauzeuge. Oh, ernsthaft, das willst du ihm antun? Ich glaube, es kann ich Mora nicht antun, aber ich glaube, ich muss nachziehen. Wie wär's mit der Doppelhochzeit? Oh Gott, ich glaube, da sind wir beide einen Kopf kürzer. Nee, im Schlaf, er meuchelt, so. Wahrscheinlich eher das. Aber trotzdem, ja, also eher nicht. Lassen wir die beiden noch ein bisschen warm werden. Wir hatten ja schon länger Zeit. 10 Jahre hatten wir Zeit. Nichtsdestotrotz werden wir auch ein paar Rituale nach Rondra durchführen. Lässt du mir das? Gut. Osko traut uns. Rondra-Rituale und hier sind Rituale. Einverstanden? Was auch immer das für Rituale sind, kriegen wir irgendwie hin. Gut. Und dann küsst das Tanjo Illena jetzt. Illena ist halt erst so ein bisschen angespannt und dann lässt sie sich auf ein. Nach dem Kuss einer. Was habe ich mir da angetan? Ich weiß, was ich mir da angetan habe. Einen kleinen verrückten Magier und Illena schubst das Tanjo. Was denn? Ich bin nicht an deiner Tochter schuld. Das hat. Du grinst die Illena gerade an. Das war ja auch meine Entscheidung, mit dem ins Bett zu gehen. Und dass ein Kind bei rausgekommen ist, war halt Wille der Götter. Ich bin ganz froh, dass die auf jeden Fall offensichtlich nach dir kommt. Ihr Vater war aber auch ein guter Kämpfer, also ganz ehrlich. Astanio schaut dich böse an. Was denn? Da war sonst nichts. Man tut, was man tun muss, damit Geheimnisse Geheimnisse bleiben. Aber das ist ja schon seit Jahren vorbei. Dass man tut, was man tut, um damit Geheimnisse bleiben. Na gut. Dann lass uns mal wieder zu den anderen gehen. Ja, Osku sitzt allein am Feuer. Vielleicht, wenn er noch wach ist. Knirschend der Matsch unter euren Füßen auf dem Weg zurück zum Lager. Osko sortiert immer noch ihre Pflanzen, während Mora durch das Lager strömt auf der Suche nach jemandem, der nicht gefunden werden will. Aber Lena geht übrigens Hand in Hand offen durchs Lager. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Mal. Und wir verlassen die Rabenmark für heute. Recording stopped. Wup, wup, Hochzeitsklicken. Lena denkt so, okay, what the fuck? Ach, das war nötig. Im Krieg werden Hochzeiten immer schnell geschlossen. Das war das zur richtigen Zeit ausgespielt, Quali? Perfekt, perfekt. Gut. Voll über den Haufen gerannt, alles gut. Ich habe es versucht zu triggern und du bist da schön drauf eingegangen. Sehr schön. Ja, ich hab mir das nämlich schon gedacht, dass du das versuchst zu triggern in dem Moment. Ah, dann wird uns an das Tanja erhalten bleiben. Sehr schön. Ach, herrlich. Olinütes Fehler, ja. Und den Fehler, den Jandrik gemacht hat dem Ende mit Tag gegenüber, das musste jetzt auch kommen. Das war auch so klar, dass das so enden würde. Ja, so herrlich. Olinütes Fehler. Jetzt hab aber irgendwie so den einen Herzschmerz gegen den anderen ausgetauscht. Ne? Das ist ja nichts, was man nicht kitten kann. So. Aber es ist, ja, ist gut. Aber ich muss es auch so spielen, dass Mora echt erstmal auf dem Schlauch steht und denkt so, wovon redet der? Ich glaube, der redet gar nicht von Fehlern. Was meint er? Wie willst denn du das auch rausfinden, wenn irgendwie so ein komischer Gnom ist, das von Fehlern? Ja, du hast einen großen Fehler gemacht. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob Jandrik wirklich wortwörtlich Fehler, aber nicht Dummheit gesagt hat, aber es ist ja austauschbar. Beides, ich glaube, es war beides. Beides irgendwie, ja.
Weil das glaub, hat zuerst das Fehler, als erstes hat das, glaube ich, Fehler genannt und danach eine Dummheit. Da hat genau, das selbst wenn es das andere Wort gewesen wäre, dann kann man ja aber damit weiterspielen, dass es das war, irgendwie so. Aber es ist, ja, ja. Macht ja, ändert an der Situation, glaube ich, nichts. Oh, herrlich. Aber die Idee von Ozzy mit dem Osko macht die Travia-Sägen, finde ich toll. Das wird eine schöne Folge. Travia-Sägen, ja. Was soll man mit dem Travia-Sägen? Wir machen ein Duell und wenn er es gewinnt, kann er mich heiraten. Natürlich lasse ich ihn gewinnen. Achso, das meintest du mit? Rondra, ja. Die hofft, Rondra, dass ihr sie ihn vorher doch noch töten kann, oder wie? Was? Na, Rondra Wood ist mit so ein bisschen Gekloppe vorher. Es ist so für dieses. So viel weiß. Rutscht mein Schwert hier auch aus und dann. Nein, Asthane wird. Elena wird Asthane nicht töten, aber Rondra Bund beinhaltet ein bisschen Gekämpfe und Blut. Er muss ja zeigen, dass er würdig ist. Ich wollte eigentlich heute nur das Elementar ein paar Infos droppen lassen und es sollte gar nicht so viel Raum eingehen, aber ihr habt das so schön angespielt. War doch herrlich. Wie ist das immer? Die Spieler versauen dem Spielleiter immer die Planung. Ach, das war alles gut. Ich hab das ja auch genossen. Ihr ja, glaube ich, auch. Sonst hättet ihr ja nicht so viel schön weitergemacht. Ja, das war einfach ein nettes Ping-Pong. Ah, ne? Den kennst du. Ja, genau der. Bigfoot ist ein so Lagerkuppler. Ja, der braucht da gar nicht viel kuppeln. Der will ja nur wissen, wie das funktioniert. Ja, wenn er schlau war, hat er jetzt Asthane und Elena beobachtet. Nee, der hat ja Mora gesucht. Ja. Stimmt, der hat Mora gesucht. Ja, er hat sich schon wieder verpasst. Die ist gerade richtig pisst. Ja, aber ja, das Herz der Amazone will erobert werden, beziehungsweise die Amazone muss verstehen, dass ihr Herz erobert wurde. Also das mit Jandrik wird lustig. Ich hoffe, also... Soll Asthane schon mal das Kreuz fürs Grab schnitzen? Nein. Ich glaube auch nicht, dass ich glaube nicht, dass ich das in einer Session jetzt wieder irgendwie. Aber das ist. Es ist so ein schönes, wie nennt man das? So ein cringiges Gespräch wird das geben. So ein Hin und Her weiter. Weiter miteinander durchlaufen. Aber ich finde auch wichtig, dass das zwischen Elena und Asthane jetzt Elmar. Dass da mal Tatsachen geschaffen wurden, das war das Wichtige. Ja. Weil hintergrundtechnisch cringen die ja schon seit Jahrzehnten miteinander rum, fast. Ja. Und bei Mora und Jandrik ist es ja noch neu. Das heißt Jahrzehnte? Ja, es ist neu und Mora sträubt sich noch etwas und Jandrik verkackt es, bevor es angefangen hat. Ja, es ist ja wie Elena. Elena sträubt sich halt auch schon seit. Ja, genau. Der Elementar denkt, das gehört zum Spiel dazu. Ja. Sehr nice. Aber ein bisschen abcringen musste man schon bei dem Gespräch, ehrlich. Ja. Ach komm, das gehört auch mit dazu. Wenn man schon Liebesgeschichten mit einbaut, dann gehört auch Cringe dazu. Ja. Ja, das war doch herrlich. Ja. Nach dem Ernst der letzten Folge brauchen wir mal eine lockere Folge. Endlich mal kein Das wäre es jetzt doch gewesen, wenn wir jetzt noch Mora in einem Gerichtstermin hätten. Um Gottes Willen. Nein. Jeder bitte einmal. Jeder nur ein Rat. Da fehlt nur noch Osko und Elena dann. Elena kriegt ja ihre beim Amazonen-Ding, dann muss Osko noch irgendeine Scheiße bauen. Ja. Du bist mute, Corley. Ja. Kako muss jetzt schon mal Travia gefällige Hochzeitssegen raussuchen. Also ganz ehrlich, er kann uns auch vorbei reintrauen. Das ist Elena sowas von egal. Also jeder der 12 göttlichen Geweihten kann diesen Ehesegen spenden. Ich dachte immer nur, das war Travia. Ich dachte, das war so die typische. Ja, es ist auch, das heißt auch der Travia-Bund. Ne? Deswegen, ja. Rondra-Bund, wenn ich bitten darf. Ich stelle mir gerade einen fälligen Ehebund vor, dieses keiner weiß es. Ja, also das bleibt einfach geheim. Die Ringe sind dann geklaut. Die beiden machen dann einen Deal miteinander, ne? Oh yeah. Ja. Genau. Oder es wird ausgespielt, wer die Kosten tragen muss. Für die Hochzeitsfeier. Ja. Wobei die natürlich nach Lust und Laune betrügen, ne? Ja, mit gezinkten Karten, sowas von. Den Ehevertrag zwischen Fex-Geweihten würde ich sehen. Ja. Welchen Vertrag? Ja, Vertrag tatsächlich wahrscheinlich schon. Ja, obwohl, das ist wahrscheinlich dann ein Vertrag mit so vielen kniffligen Klauseln, dass man denkt, man
Man verkauft seine Seele dann noch, wer weiß wie. Vielleicht hat man das ja auch dann. Also mir hat das auch echt, also die Idee mit dem Elementar der Liebeleien zwischen Menschen erforscht, irgendwie als Forscher, ist ja ganz, ich finde, hatte so seinen Reiz, finde ich. Mhm. Ist auch sehr, sehr ulkig, wie er versucht, das irgendwie zu beschreiben. Mhm. Ja. Wenn man schon das Konzept von Zuneigung zueinander nicht versteht, ist das echt witzig. Also das ist auch, ich glaube, wenn man eine Spezies hat, die das irgendwie wirklich nicht hat, dann ist es umso interessanter. Ja, klar. Ja, ja. Ihr seid alle verrückt. Ich wollte gerade sagen. Aber du. Ich freue mich aber echt auf das Gesicht, wenn ich dann jetzt Jandarik sage, okay, das war Jandarik schon mal ein Verteidiger, jetzt ist er mein Trauzeuge. Und auf den Blick freue ich mich so sehr. Ja, Mora ja auch. Prozess auch schon, ja. Ach stimmt, die Gegner, also irgendwie Jandarik macht alles durch. Du bist mein extra Feind und mein extra Vertrauter. You're welcome. Eigentlich ist er ja so der kleine Bruder, / Sohn von Astanio. Mhm. Naja, ein bisschen storyrelevante Informationen habt ihr heute ja trotzdem gekriegt. Mhm. Ja. Und, vor allem ist es sehr gut, so wo er das her hat, so ein bisschen, aber. Aber trotzdem, ich finde das heute auch ganz gut. Wir hatten jetzt wieder ganz viele schwierige in Anführungszeichen, sondern sehr ernste Runden mit sehr viel. Und ich finde das immer ganz schön, dass wir dann irgendwann mal so eine Runde dann einfach eine Pause haben, sozusagen, vielleicht ein paar Infos eher bekommen und dann eher so Zwischenmenschliches abspielen können. Genau, das dachte ich mir heute auch irgendwie. Also es hat sich ja so entwickelt, ne? Irgendwie, passt ja auch ganz gut. Und ich hatte mit Ozzy letzt auch irgendwie gesprochen über Astanios Standing in der Gruppe und so. Also alles IT, ne? Mhm. Und so, und dass er so ein bisschen, also nicht Probleme, aber dass er irgendwie so das so, dass Astanio in IT so ein paar Probleme sieht. Und also Ozzy nicht ganz sicher war, wie man das auflösen kann. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, irgendwann wird sich das ergeben. Und wie er eben ja schon gesagt hat, er hat den Zaunpfahl ergriffen, mit dem ich gewunken habe. Ja, sehr nice. Weil ich habe ihm damals auch gesagt, irgendwie, du brauchst jemanden, irgendwie, den du ins Vertrauen ziehen kannst. So, Osko oder so. Und dann sagte Ozzy auch irgendwie, ja, wäre cool, wenn das Elena wäre, aber das ergibt sich halt nicht. Schaffen wir doch jetzt mal eine Szene, wo sich das. Machen wir jetzt mal Tacheles. Ja, wie, das hatte ich ja auch dir schon gesagt gerade. Also, Osko wäre natürlich eine Möglichkeit, aber Osko ist ja immer noch für Astanio auch sowas. Also, Astanio hat ja sozusagen in der ganzen Gruppe zwei kleine Söhne, im Grunde. Mhm. Auch wenn in dem Fall tatsächlich Osko der Ältere ist und der, den, wo er langsam akzeptiert, dass es vorbei ist mit Erziehung. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass Astanio sozusagen mit seinen Kindern über Probleme reden würde. Mhm. Ja. Ich muss es echt gestehen, das hat mich etwas überrumpelt, aber das sprechen wir besser mal gleich hinter den Kulissen nochmal. Ja, klar. Also ich hatte zwischendrin auch irgendwie so ein bisschen, man nennt das irgendwie aufzwingen, Situationen aufzwingen, deswegen es ist manchmal, ja, wir haben ja hier auch eine Sicherheitsmechanik, Leute, also ihr wisst, wie ihr das jetzt hier seht, seht ihr auch. Und daher ist das auch irgendwie alles in Ordnung gewesen, muss man sich aber auch irgendwie auch klar machen, irgendwie, dass es das noch gibt. Ne? Ja. Also, hier macht keiner was er nicht will. Und wir schreiben ja auch hier irgendwie zwischendrin. Im Gruppenchat noch, was geht und was nicht geht. So, aber ja, irgendwie Elena war auch in den letzten Sessions ja auch immer so ein bisschen am Rand, irgendwie ein bisschen ins Rampenlicht reinzuziehen, ist halt auch, glaube ich, dringend nötig gewesen. Das war aber eigentlich okay, gerade die Session auch auf dem, bei dem Fest, ich habe mich da halt, klar ist Elena nicht groß aufgetreten, aber es war nicht langweilig, weil ich war ja überall dabei. Ja. War trotzdem halt nicht langweilig. Klar, nicht im Rampenlicht, aber trotzdem immer noch schön und nicht langweilig. Bei den anderen Sessions. Nee, also das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Ob es der Spielerin langweilig ist. Oder ja, nicht, stimmt ist, auch. Du sagst Elena. Ja ständig, irgendwie ist okay alles. Aber es ist halt für mich als Spielleiter, kann ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen reden, auch wenn alle anderen noch dabei sind. So.
Jetzt wird ja noch Gärtner gezogen. Ja. Sorry, Leute da draußen. Wir haben immer noch die Karten im Hintergrund und Mora hat halt gerade den einen gezogen. Den einen Bösen gezogen, für was auch immer. Kriegt Mora es hin, sich zurückzuhalten oder haut zuerst Jan direkt einen Dolch in den Rücken? Ich wollte nur gucken, ob das Kartenziehen noch funktioniert. Ich kann dir sagen, es funktioniert. Ich habe letzte Runde eine gezogen, um zu schauen, ob ich auf den Dämon draufgehe oder nicht. Deswegen stand da noch die andere Karte. Ja. Oh, herrlich. Also, was ich... jetzt bin ich irgendwie raus durch die Karte. Was ich sagen wollte, ist irgendwie aus dem Nähkästchen des Spielleiters geplaudert. Irgendwie, ich habe bei jedem von euch ja irgendwie so einen Ansatzpunkt, so wo ich so off-Story, so neben der Hauptstory entlanke Story-Elemente irgendwie anspielen kann. Und das und Elena ist die Einzige, bei der ich das nicht akut habe, sondern so ganz, ganz passiv nur. Und das nervt mich selber so ein bisschen. So, weil ich ständig Situationen kreiere, wo Ella nur quasi immer nur zuguckt. Was für sie völlig in Ordnung ist, aber für mich. Ja, aber für Elena ist es natürlich auf Dauer auch langweilig, klar. Genau, und deswegen da mal ein bisschen mehr Fokus auch drauf zu legen, schadet der ganzen Sache, glaube ich, nicht. Nö. Und der Spielleiter spielt ja auch mit und muss ja auch zufrieden sein, ne? Ja, eben. Spotlight muss auch gleichmäßig verteilt werden, das passt schon. Kriegen wir hin. Hat ja nicht unbedingt was mit Spotlight zu tun, es hat eher was damit zu tun, dass dass man so das Gefühl hat, alle bekommen so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist ja nicht unbedingt immer Spotlight, ne? Ja, klar. Osko hat da auch ganz viele Sessions schon irgendwie gehabt, wo er irgendwie nicht also ihr beide seid ja so die nicht so häufig im Mittelpunkt stehen. Astanio steht super oft im Mittelpunkt. Ja, das müssen wir reduzieren, auch. So, und Mora auch immer mal wieder und Osko und Elena sind immer ein bisschen hinten dran. Aber wir haben das ja im Vorfeld des Spiels ja auch geklärt, das ist auch okay. Und jeder sagt Bescheid, wenn das mal nicht mehr okay ist. Ja. Soweit ein Blick hinter den Spielleiterschirm. Genau. Muss ja auch mal gesagt werden. War, glaube ich, für die euch da draußen auch mal ganz interessant. So wie das manchmal ist. So. Ja, wir haben jetzt auch schon fast wieder 23 Uhr. Ich bedanke mich bei euch da draußen schon mal, dass ihr so schön dabei wart und auch irgendwie kommentiert habt. Ich glaube, die kleine Sache um die Liebeleien der Gruppe habt euch auch gefallen, wie ich das hier so lese. Freut mich. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch auch einen Kommentar, wie ihr es irgendwie fandet und vielleicht habt ihr Tipps für Jandrik, wie er das wieder rumreißen kann. Und ja, gerne auch Tipps für Osko für die Hochzeitsfeier. Ich bereite da was vor, das passt schon. Ja. Das letzte Mal, wo ich in einer Runde eine Hochzeitsfeier unter Spielern hatte, gab es bemalte Zelte mit Penissen. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Das ist aber eher nicht so bereinigefällig, glaube ich. Seid fruchtbar und mehret euch. Mhm. Aber das war doch auch keine Hochzeit, die 12 Götter, glaube ich, war doch Firon, oder? Wurden vor Firon getraut, wenn ich recht entsinne. Stimmt. Es ist keine 12, aber es ist auch so ein Pakt. Ja, genau, wenn euch das interessiert, schaut da Klingende Nacht an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Tengel schreibt auch, danke für die Runde und den Blick hinter den Schirm. Seine verrückte Runde muss auch mal sein. Ja, finde ich auch. Irgendwie, es muss zwischendrin immer mal so lustige Sachen geben. Kann nicht immer nur Tod und Verderben und Horror und ich sag's mal so, normalerweise ist das ja auch in der DSA auch so, dass in den Abenteuern da auch solche Momente geschaffen werden. Das Abenteuer ist schon sehr finster halt für DSA-Verhältnisse. Ja, ist es. Genau, und wir verlassen auch den Abenteuerpfad fast, also wenn ihr das Abenteuer später mal oder irgendwann mal kauft oder nachguckt oder so. Es ist ähnlich wie bei Klingen der Nacht. Also wir
spielen dann nur so ganz grob das, was da drin steht. Ozzy hat das ja irgendwie auch gelesen, das Kling, danach hat es bei uns, bei mir geguckt und wollte es dann irgendwie mit seiner Runde spielen und hat dann auch lesen müssen, dass das nur ganz grob was damit zu tun hat. Oh ja, oh ja. Allein der Start ist ja vollkommen anders gewesen. Genau, bei uns ja hier auch. Ne? Ja. Ja, ich meine, Hauptsache, man hat Spaß beim Spielen. Genau. Und der Rest ist so nice to have manchmal. Genau. Und das ist ja auch gar nicht. Wir machen das ja, wir entwickeln ja unsere eigene Geschichte. Ist ja auch gar nichts Schlimmes. So, aber ihr habt ja alle auch ein bisschen Content, den ihr raushaut. Macht doch mal Werbung für euch und ich suche uns mal jemanden, zu dem ich unsere Zuschauer mal weiterschicken kann. Und genau. Ja. Der liebe Kako hat einen wundervollen Twitch-Kanal, wo er seine Figuren von Warhammer 40k zum Beispiel bemalt. Erzähl doch mal, was da so bei dir abgeht momentan. Leider aktuell wieder ein bisschen weniger, weil die Wochenenden wieder voll beladen waren und die Wochenende auch leider ausgefallen. Gesundheitstechnisch aber aller Voraussicht nach wird es vielleicht morgen Abend mal eine kleine Session geben, weil ich für meinen Monat noch nicht fertig bin und Monatsziele wollen ja beendet werden. Das heißt, da werde ich auch wieder bemalen, live auf Twitch. Ich gehe mal davon aus, im Abendbereich so gegen 20 Uhr. Diesmal aber kein Warhammer 40.000, sondern die Fantasy-Variante davon. Mhm. Genau, ja. Eine potenziell auch miniaturenbemalende Person hier ist ja die Sierra. Ja, aber nur potenziell. Das ist ja bei mir tatsächlich ein Hobby, was gerade einschläft. Was mache ich sonst? Sonst bastel ich im Moment mit Schnüren und vielleicht streame ich das auch mal. Das heißt, wenn ich nochmal streame, haltet die Augen offen, dann seht ihr was mit Schnüren. Da flechte ich etwas. Und, aber nichts flechten macht schlechter Übergang, ich weiß. Oder verflochtene Geschichten hat heute die liebe Elanor erzählt. Und, ja. Wo sieht man sie denn? Wo sieht man mich? Ja, primär tatsächlich hier in der Splitterdämmerungsrunde. Ansonsten habe ich einen Instagram-Kanal, der momentan etwas ruht, und einen YouTube-Kanal, wo bisher ein Video drauf ist, wo ich eine Runde, eine Session von der Splitterdämmerung kommentiert habe, wo ich abwesend war, die er dann auch im Podcast findet mit Nachvertonung. Also der Podcast bringt auch schon mal dann wieder schöne Neuerungen und Änderungen. Ja, und seit schon wieder last but not least, der Ozzy. Da habe ich gehört, die Echsensuppe fängt bald wieder an zu köcheln. Nicht? Die Echsensuppe ist leer getrunken. Oh nein. Also die Runde geht weiter, aber wir werden sie nicht mehr online stellen. Das ist vorbei. Dafür waren die Spieler noch zu neu und die haben sich, wir haben uns alle dazu zusammen entschieden, weil wir jetzt einen der Mitspieler verlieren werden und wir eine Neubesetzung haben, dass wir das erst einmal unter geschlossenen Türen halten werden. Dann aber trotzdem viel Spaß, ne? Und danke, danke. Viel Erfolg. Wo geht's denn hin, Koali? Wir hören dich nicht, Quali. Du bist mute? Ich habe einen Kanal gefunden, den ich selber noch nicht kenne. Die spielen wohl ein Dungeons & Dragons One-Shot auf Deutsch. Die Schlachtenbummler heißt der Kanal. Oh, und klingt gut. Keine Ahnung, kenne ich noch nicht. Guckt euch mal das an. Ich hoffe, die sind ganz okay. Benehmt euch und grüßt schön von uns, weil auch kleine und andere Tabletop-RPG-Kanäle müssen supportet werden. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche in der anderen DSA-Gruppe. Da gibt es ein weiteres Prelude. Und in der Splitterdämmerung geht es weiter in 2 Wochen. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.